mal zu präsentiert. Kommissar Zufall. Zufall. Gib mir noch was zu trinken, Gerda. Nein, du kriegst nichts mehr. Du hast genug. Gerda, nur einen kleinen Schluck. Nein! Harald, reiß dich doch zusammen. Ich glaube, du trinkst in letzter Zeit sehr viel. Spare deine Moralpredigten, du hast es gerade nötig. Du kriegst noch was oder kriegst nichts mehr? Nein! Dann nicht. Ich gehe. Lass ihn doch gehen. Ach, misch du dich doch da nicht ein. Wir wollen noch zu den Eltern. Das fehlte noch, dass du dich wieder volllaufen lässt. Ich muss jetzt was zum Schlucken haben. Falls ihr mich sucht, bin unten in der Bar. Wie hältst du das bloß aus mit deinem Bruder? Harald ist ja nicht wiederzuerkennen. Ich will mal mit ihm reden. Reden, reden! Das nennt sich nur ein gemütlicher Abend. Ja, wenn man nicht spielen kann, soll man es eben lassen. Willst du damit sagen, dass ich nicht spielen kann? Wenn du, dann hättest du, meine Herren, ist doch alles nur ein Spiel. Männer sind eben manchmal wie Kinder. Also nur hör sich einer das vor laute Küken an. Helga, wenn du meine Braut wärst, dann würdest du das nicht erlauben und denn dann. Darf ich dich unterbrechen? Das Telefon hat geklingelt. Stell dir vor, dein alter Vater hat's gehört. Sehen Sie, Frau Buchmann, so ist er. Immer muss er das letzte Wort haben. Was hat er eigentlich so Besonderes an sich, dass eine so hübsche Frau wie Sie ihn überhaupt leiden kann? Schön, ich komme. Gut. Ach, Peter, Sie sollen nicht so von Ihrem Vater sprechen. Wie viel haben Sie? Ich habe noch nicht gezählt. Es tut mir sehr leid, aber ich muss weg. Oh. Was ist passiert? Wo müssen wir hin? Du scheinst einen kleinen Hörfehler zu haben. Ich sagte, ich muss weg und nicht wir müssen weg. Du leistest den Damen Gesellschaft, bis ich wieder zurück bin, vorausgesetzt, dass es nicht zu spät wird. Ja, Frau Buchmann, es war sehr nett, dass Sie gekommen sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht uns mal wiedersehen. Und mal. Bitte? Warum sagst du nicht gleich, kommen Sie bald wieder, Frau Buchmann? Lausbengel. Also, Wiederschauen. Herr Brahm, auf Wiederschauen. Tschüss, Herr. Wiedersehen. Vorsicht, Frau Buchmann, das höre ich auch immer. Ja, aber nur dann, wenn in der Küche der Abwasch bis zur Decke steht. Schulz, nehmen Sie auf die Tür auf. Ja. Und vergessen Sie den Sessel nicht. Ja. Und da drüben das Regal noch. Sind Sie ruhig, Steiner. Er ist ein Fett weg. Er ärgert mich nicht mehr. Hättest du nicht gedacht, was? Hättest du nicht gedacht? Dabei war es ganz einfach. So. Einfach war das. Hören Sie jetzt endlich auf zu reden. Wollen Sie mir den Mund verbieten? Leben schließlich in einer Demokratie. Und ich habe diese Laus erledigt. Basta. So, hier setz mich hin, ja? Namens Lenz? Namens Chef. Was liegt an? Mord. Allerdings selten einfach. Dieser liebenswerte Zeitgenosse hat einem gewissen Alfred Berg einen Schädel eingeschlagen und dann selbst die Polizei gerufen. Der Täter ist geständig, allerdings ist er bis zur Oberkante Unterlippe voll Alkohol. So, los, komm rein, bring ihn zu Papa Müller, aber schnell, ja? Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Bitte schön. Nanu, wo ist denn Ihr hoffnungsvoller Sprössling? Ach, der spielt Kanaster und was ist in Damengesellschaft. Ach, den Damen? Haben Sie was festgestellt, Ness? Natürlich, Kommissar. Steiner hat bis 23.30 Uhr im Kolibri eine Bar hier an der Ecke getrunken. Dann ist er nach oben gegangen, traf Berg, schlug ihm den Schädel ein und rief die Polizei an. Wieso versuchte Berg denn hier? Das ist doch Steiners Wohnung. Berg konnte uns das nicht mehr sagen und Steiner kann es uns noch nicht sagen. Na schön, dann nehmen Sie Steiner mit und setzen Sie die Vernehmung für morgen früh an. Ja? Ja. Irgendwelche Angehörigen? Ja, es wird noch ermittelt. Steiner lebt mit seiner Schwester zusammen. Na gut. Also bereiten Sie alles vor. Hm. Mich brauchen Sie wohl nicht mehr. Hm, nö, eigentlich nicht. Ja. Und viel Spaß, ja. Und grüßen Sie meinen jungen Kollegen. Und natürlich auch die beiden Damen. Manchmal kann ich Sie richtig gut leiden, Herr Lenz. Guten Abend. Guten Abend. Also wie war das, Herr Steiner? Ich habe mir Blut angetrunken, dann bin ich nach Hause gegangen und habe Alfred Berg erschlagen. Seit wann hatten Sie denn beschlossen, Berg umzubringen? Schon eine ganze Weile. Und warum? Weil er meine Schwester nicht in Ruhe ließ. Aha. Und woher wussten Sie, dass sich ausgerechnet an diesem Abend Berg in Ihrer Wohnung befand? Er war immer da. Er wohnte also bei Ihnen? Nein, das nicht. Er blieb oft bis spät,
Fernsehen, Karten gespielt und so. Wie stellte sich Ihre Schwester dazu? Lassen Sie meine Schwester aus dem Spiel. Ich habe es getan und ich gebe es auch zu. Warum wollen Sie meine Schwester damit reinziehen? Ja, was ist denn? Ah. Der Obduktionsbefund Berg, Herr Kommissar. Dankeschön. Herr Steiner, womit haben Sie Berg eigentlich getötet? Mit dem Aschenbecher, aber das wissen Sie doch. Herr Steiner, wissen Sie eigentlich, wie verwerflich es ist, einen Mörder zu decken? Beziehungsweise eine Tat auf sich zu nehmen, die man gar nicht begangen hat? Was wollen Sie damit sagen? Oh, nichts weiter. Ich möchte nur, dass Sie mal darüber nachdenken. Sie können jetzt gehen. Was denn? Soll das heißen, ich bin frei? Ja. Aber halten Sie sich zu unserer Verfügung. Dass Sie die Stadt nicht verlassen dürfen, ist wohl klar. Ja. Wiedersehen, Herr Steiner. Na, was sagen Sie dazu? Das ist ja ein dicker Hund. Wie sagten Sie doch gestern Abend so treffend, ein selten einfacher Mord. Hm? Das waren doch Ihre Worte. Da kannte ich ja den Obduktionsbefund noch nicht. Wenn ein Mann tot ist, das sehe ich. Aber wie lange? Das ist Sache vom Doktor. Ja, da wollen wir uns jetzt mal mit Fräulein Steiner unterhalten. Fräulein Steiner, was geschehen ist, wissen Sie. Darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Mich interessiert, was vorher gewesen ist. Mein Bruder wollte etwas zu trinken haben. Als ich ihm nichts gab, ging er ins Kolibri hinunter. Wann war das? Es muss gegen 8:45 gewesen sein. Ungefähr 5 bis 10 Minuten später verließ ich die Wohnung, um zu unseren Eltern zu fahren. Harald und ich waren dort verabredet. Aber warum haben Sie denn Ihren Bruder überhaupt noch in die Bar gehen lassen? Sie wussten doch, dass Sie bald aufbrechen mussten, um nicht zu spät zu Ihren Eltern zu kommen. Mein Bruder trinkt seit einiger Zeit sehr stark. Es hätte keinen Zweck gehabt, ihn zurückzuhalten. Seit wann trinkt Ihr Bruder? Eigentlich schon immer. Aber schlimm ist es erst seit einem halben Jahr. Was machte Herr Berg, als Sie die Wohnung verließen? Er blieb da. Wie bitte? Alfred, ich meine, Herr Berg blieb in der Wohnung. Er wollte sich noch unbedingt eine Sportübertragung ansehen. Er hat nämlich keinen Fernsehen. Ach, ist das nicht etwas ungewöhnlich? Nein, wieso? Herr Berg ist ein alter Freund von uns. Das ist schon öfter vorgekommen. Wie lange kennen Sie und Ihr Bruder Herrn Berg? So ungefähr 15 Jahre. Damals waren wir noch Kinder. Alfred ging dann nach Südamerika. Als er zurückkam, kam er wieder zu uns. Mhm. Und wann war das? So ungefähr vor einem halben Jahr. Sagen Sie, Frau Steiner, in welchem Verhältnis stand Berg zu Ihnen? Wie meinen Sie das? Muss ich deutlicher werden? Ach, so ist das. Hat mein Bruder Ihnen das erzählt? Nein. Ihr Bruder hat nichts dergleichen geäußert, Frau Steiner. Wie kommen Sie denn sonst darauf? Nun, wir suchen nach dem Motiv für den Mord an Berg. Ich nehme an, dass Harald sich wieder bis zur Bewusstlosigkeit betrunken hat und dann auf Alfred losging. Sie haben mich nicht ausreden lassen, Frau Steiner. Ich sagte, wir suchen nach dem Motiv für den Mord an Berg und wollte hinzufügen, und nach dem Täter. Ich denke, Harald hat ihn umgebracht. Laut Obduktionsbefund trat der Tod bei Alfred Berg gegen 21 Uhr ein. Ihr Bruder aber will Berg gegen 23.30 Uhr umgebracht haben. Er hat also demnach einen Toten umgebracht. Was sagen Sie dazu, Frau Steiner? Ich? Was soll ich dazu sagen? Vielleicht sagen Sie mir, wie Ihre Fingerabdrücke auf den Kristallaschenbecher kommen. Und zwar nur Ihre. Aber ich... Warum haben Sie gelogen? Sie waren gestern Abend gar nicht bei Ihren Eltern. Ich habe mich geschämt, weil Harald wieder trinken gegangen ist. Und da... Hatten Sie nicht vorher Streit mit Berg? Nein. Oder hat sich Berg Ihnen genähert? Sie wiesen ihn ab, er bedrängte Sie, Sie nahmen den Aschenbecher und schlugen zu, war es vielleicht so? Nein. Als ich die Wohnung verließ, lebte Alfred noch. Wann war das? Kurz vor 9. Wo waren Sie gestern Abend? Im Kino. Was haben Sie gesehen? Ich weiß ich nicht mehr. Ach, das wissen Sie nicht mehr. Aber über alles andere wissen Sie genau Bescheid. Nein. Ich war es nicht. Glauben Sie mir doch. Ich bin unschuldig.
Frau Steiner, ich glaube, wir werden Sie bitten müssen, mit uns zu kommen. Die Überwachung von Steiner läuft. Seit er uns verlassen hat, macht er keinen Schritt mehr, über den wir nicht Bescheid wissen. Darf ich? Danke. Wiedersehen, Charlie. Wiedersehen, Evelyn. Was darf sein? Manhattan, Zeit K, Tom Collins, Prince of Wales. Guten Tag, Polizei. Also selters, Herr Kommissar. Ja, zu viel der Ehre. Inspektor langt auch. Sagen Sie, Charlie. Sagen Sie, Charlie. Heißt denn jeder Mixer Charlie? Die Gäste haben es gern. Richtig heiße ich Otto Karl Wilhelm. Ah, dann lassen wir es mal Charlie. Ja. Stellen Sie ihn dahin. Charlie? Kennen Sie einen Steiner? Harald Steiner? Ja. Wann war das letzte Mal hier? Gestern. Von wann bis wann? Er ist so um 9 Uhr gekommen. 21 Uhr meinen Sie? Ja. Und dann ist er nach 10 doppelten Whiskys gegangen. Vor oder nach 21 Uhr? Das weiß ich nicht genau. Es muss kurz vor oder nach gewesen sein. Ist Ihnen irgendetwas an ihm aufgefallen? Eigentlich nicht. Er war blau wie immer. Gesagt hat er nichts? Doch, er wollte unbedingt jemanden umbringen. Aber wen er umbringen wollte, das hat er nicht gesagt. Doch, wenn ich mich recht erinnere, war von einem Alfred Berg die Rede. Alfred Berg. Er war also von kurz vor 21 Uhr bis kurz nach 23.30 Uhr hier, ja? Ja, ungefähr. Auf die Uhr habe ich nicht gesehen. Aber weshalb fragen Sie, hat der Steiner was angestellt? So kann man es auch nennen. Was hat er denn gemacht? Was er gemacht hat? Unter Umständen jenen Alfred Berg umgebracht. Oh, sowas sollte polizeilich verboten werden. Trotzdem. Nicht doch, Herr Kommissar. Aber ich bitte Sie. Kriminalpolizei. Sagen Sie, Herr... Wagner. Herr Wagner, kommt Ihnen diese Dame bekannt vor? War sie gestern bei Ihnen in der Vorstellung? Tut mir leid. Aber hier kommen so viele Leute rein und raus. Kann man sich denn einzeln bestimmt nicht merken. Aber ich kenne diese Dame. Sind Sie sicher? Todsicher. Sie war etwas aufgeregt. Dann hat sie Weingummi sich bestellt. Und dann habe ich ihr auch gegeben. Dann hat sie das Wechselgeld vergessen. Hier bitte, 50 Pfennig, die schulde ich ihr noch. Entschuldigung. Danke. Wann war die Dame in Ihrer Vorstellung? Das war 9 Uhr. Die Hauptvorstellung hat gerade angefangen. Danke Ihnen schön. Komm. Tja, was machen wir nun? Die beiden Tatverdächtigen haben ein hieb- und stichfestes Alibi. Allerdings mit einer kleinen, kaum zu kontrollierenden Zeitdifferenz. Da nur einer in Frage kommt, hat auch nur einer ein einwandfreies Alibi. Tja, aber wer? Wäre es nicht möglich, dass beide gemeinsam Berg getötet hätten? Tja, das ist natürlich auch möglich. Wenn wir zu einem Ergebnis kommen wollen, dann müssen wir Steiner gegen Steiner loslassen. Da sehe ich, meine kleine Schwester trinkt. Du Schwein! Aber recht tun. Geliebte Schwesterchen, du sollst mir dankbar sein. Ein Ärgernis ist beseitigt worden. Ich war es nicht. Du warst es nicht. Ist doch perfekt. Warum hast du das getan? Ich? Wie kommst du denn auf die Idee? Wessen Fingerabdrücke waren denn auf dem Aschenbecher? Wer war denn zuletzt mit Alfred zusammen? Und wer hat dann alles auf sich genommen? Ich. Ich weiß zwar nicht, wie du es gemacht hast, aber dass du Alfred umgebracht hast, das weiß ich. Das glaubst du? Alfred war auch mein Freund. Vergiss das nicht. Du solltest mir ruhig die Wahrheit sagen. Ich halte doch zu dir. Ach, ist ja interessant. Ja, beobachten Sie das Haus weiter. Ja, bleiben Sie auf Ihrem Posten. Wir kommen vorbei. Ende. Kommen Sie. Ja. Du sei doch vernünftig, Evelyn. Es ist doch alles klar. Hab noch etwas Geduld. Dann können wir heiraten. Ich weiß nicht.
Sobald Gerda verurteilt ist, werde ich das Testament anfechten. Dann muss man mich zum Vermögensverwalter einsetzen. Man kann mir doch schließlich zumuten, von einer Zuchthäuslerin bevormundet zu werden. Bitte sprich nicht so. Komm, hab dich nicht. Schließlich habe ich es für uns getan. Du? Ich denke, deine Schwester hat Berg umgebracht. Aber das weiß kein Mensch. Für die Polizei war es Gerda. Auf jeden Fall habe ich mir große Mühe gegeben. Ja, da staunst du, was? Ich habe nämlich nur so getan, als ob ich die Wohnung verlasse. Tür zugeknallt. Peng. Mich versteckt. Kaum war Gerda gegangen. Handschuhe angezogen. Wohnzimmer zurück. Bumm. Aschenbecher über den Kopf. Der Idiot hat mich nicht mal kommen hören. Bisschen Unordnung gemacht. Dann ab wie die Feuerwehr ins Kolibri. Das Ganze lief in 3 Minuten ab. Ha. Dann habe ich Charlie was vorgefaselt, dass ich Alfred umbringen werde. Selbst die Polizei ist reingefallen. Die haben gleich gemerkt, dass ich jemanden decken will. Und wen denn wohl? Hä? Gerda, meine kleine Schwester, und schon saß sie in der Tinte. Und ich habe dir geglaubt. Ich habe dir vertraut. Fass mich nicht an, du gemeiner Mörder! Nun, liebe ich, wie sieht's aus? Da sind Sie drin, Herr Kommissar. Aha. Hilfe! Hilfe! Los, meine Herren! Sichern Sie die hintere Seite! Aufmachen! Polizei! Machen Sie auf, Herr Schneider! Hilfe! Hier! Hilfe! Los, springen Sie! Ich fange Sie auf! Raus mit Ihnen! Keine Angst! Oh, Hilfe! Na, springen Sie schon! Ich fange Sie auf! Runter! Oh. Oh, er ist der Mörder! Sind Sie verletzt? Oh. Liebig! Versuchen Sie, von vorne an den Balkon ranzukommen! Aber nehmen Sie den Leiter! Liebig! Warten Sie! Ich helfe Ihnen! Liebig! Warten Sie doch! Sie brechen sich ja den Hals! Auf! So, hier haben wir unseren Menschenfreund. Aha. Na, dann holen Sie den Wagen, damit wir Steiner und unseren Artisten hier abtransportieren können. Komm. Das war aber raffiniert gemacht. Na, sagen wir lieber raffiniert gedacht. Lenz, nehmen Sie bitte die Protokolle zum Schlussbericht und geben Sie den Vorgang an die Staatsanwaltschaft weiter. Genau. Herein! Gucke da, der hinkende Bote. Ich wollte mich nur abmelden, Kommissar. Dienstunfähig. Aber Mensch, das Kind ist es schlimm. Gelenkkapselriss. Ach du je, das dauert sicher Wochen, was? Hm? Ist ja nicht mit Absicht gemacht. Nee, aus Dämlichkeit. Ich meine, wenn Sie schon die 3 Codonas imitieren wollen, dann müssen Sie zum Zirkus gehen. Ne? Aber Lenz. Das ist doch wahr, Chef. Solche selbst eingebrockte Leichtsinnstatistik sollte man Ihnen vom Jahresurlaub abziehen. Ne? Wiedersehen. Jetzt gehe ich lieber. Auf Wiedersehen, Liebig, und gute Besserung. Ja, gute Besserung, Sie Stolperjüngchen. Herr Mühlbach trifft in 5 Minuten ein. Fahren Sie vom Flugplatz direkt zur Sitzung. Die anderen Herren sind schon dort. Habe verstanden, Fräulein Christine. Herr Mühlbach trifft in 5 Minuten hier ein. Gut, danach gleich zur Sitzung. Ja, ist gut. Wiederhören. Ich muss mich beeilen, Fred. Erledigen Sie die Formalitäten und melden Sie sich dann bei Fräulein Christine. Okay, Herr Mühlbach.
Hallo Hinrichs, wohin so eilig? Hat Mühlbach wieder mal was vergessen? Wo ist denn Mühlbach? Die Sitzung hat doch längst angefangen. Mühlbach, der muss doch bei Ihnen sein. Ich habe ihn nicht gesehen. Das verstehe ich nicht. Vielleicht rufen Sie vorhin Christina an. Ich sehe inzwischen mal nach. Ist okay. Herr Krüger, bitte. So viel Zeit wird sein. Bitte, Herr Krüger. Tag, Herr Brahm. Guten Tag, Herr Krüger. Herr Krüger wird jetzt nach Ihren Angaben eine Zeichnung des Mannes anfertigen, dem Sie im Hangar begegnet sind. Bitte, Herr Krüger, wollen Sie hier Platz nehmen? Bitte sehr. Würden Sie mir bitte sagen, welche Gesichtsform der Mann hatte? Ovale Gesichtsform. Und wie sah die Nase aus? Und der Haaransatz? Und die Haarfarbe? Haare dunkelblond. Der Michelangelo vom Erkennungsdienst, was? Dieser hier. Gut. Und die Mundpartie, bitte? Hier, bitte. Ja, das ist der Mann, Herr Kommissar. Das ist ja großartig. Sei so. Ja, wann kann ich die Vervielfältigung haben? Bei Sie sind, Herr Brahm, in 2 Stunden. Na, wunderbar. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich sage ja immer, wenn ich Sie nicht hätte. Und die dicken Kartoffeln, dann müssen wir da lauter kleine essen. Ne? Oh, entzückend, wirklich. Gestatten. Bitte, Herr Krüger. Was haben Sie denn bloß gegen ihn? Das ist ein netter Kerl. Gar nichts. Er lässt sich nur so herrlich leicht auf die Palme bringen. Herr Kommissar, kann ich jetzt verschwinden? Ja, aber Sie haben es ja. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Zu danken, übrigens. Wie geht's, Herr Mühlbach? Naja, Schädelbasisbruch und immer noch ohne Bewusstsein. Na dann, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kennt jemand von Ihnen diesen Mann? Moment mal, gib mal her. Tja, das könnte sein. Wer ist es? Wie er heißt, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn es der ist, den ich meine... Mensch, mach's doch nicht so spannend. Also? Tja, ab und zu kommt einer hierher, der ungefähr so aussieht. Bei Hammerschmidt hat er zu tun. Danke. Ja, Toni Hammerschmidt und Co. Spedition da hinten. Geöffnet von 8 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr. Los, Paul, wir müssen uns auf die Socken machen. Die Maschine muss gleich da sein. Was? Was hat er denn ausgefressen? Er hat nachts einem alten Rentner das Futter aus der Jacke getrennt. Na, sowas. Bitte lassen Sie Scherze, ja? Laufen Sie ihm lieber nach und lassen Sie sich seine Adresse geben. Das haben wir nämlich vergessen. Ich habe mich sicher blöd benommen, aber Sie müssen mich verstehen, Herr Kommissar. Als ich plötzlich den Mann da liegen sah, da hat es einfach ausgehakt bei mir und ich bin weggelaufen. Schlechtes Gewissen, ne? Nee, war nicht. Als ich dann wieder zu mir kam, da habe ich mir alles überlegt und bin gleich hergekommen. Haben Sie noch jemand gesehen? Ja, an der Tür bin ich mit einem Mann zusammengetroffen. Warum? Ja, Peter, was gibt's? Aha. Aha. Ja gut, brecht die Fahndung ab, ja, und kommt her. Der Mann ist hier. Kennen Sie eine Speditionsfirma Hammerschmidt? Natürlich. Ich bin der Teilhaber von Toni Hammerschmidt. So. Dann können Sie mir sicher auch erklären, warum Herr Hammerschmidt einen meiner Beamten niedergeschlagen hat. Und warum er geflohen ist, als man ihn ihr Konterfei unter die Nase hielt. Dieser Vollidiot! So, kommen Sie in Ruhe und in Ruhe weitersprechen. Wo ist der Aktenkoffer? Zum 100. Mal, ich weiß von keinem Aktenkoffer. Und ich habe diesen Mühlbach auch nicht niedergeschlagen. Was wollten Sie denn im Hangar? Nichts. Ich bin einfach zufällig da vorbeigekommen. Da haben Sie doch gar nichts zu suchen. Der Frachthof liegt völlig entgegengesetzt. Ich bin eben spazieren gegangen. Das sollen wir Ihnen glauben. Warum ist Hammerschmidt geflohen? Das weiß ich nicht. Ach, auch Panik, was? Und dann packen Sie schon aus. Was wollten Sie mit den Dokumenten? Himmel nochmal, ich habe keinen Aktenkoffer, keine Dokumente und gar nichts gesehen. So, was ist mit Mühlbach? Das weiß ich nicht. Den haben Sie nicht niedergeschlagen. Vielleicht war es Hammerschmidt. Nein. Hören Sie mal. Ich lasse mir nicht etwas in die Schuhe schieben, was ich nicht getan habe. Wenn Sie das nicht gemacht haben, was haben Sie dann getan? Warum ist Hammerschmidt geflohen? Schluss. Schluss jetzt. Endgültig Schluss. Ich sage kein Wort mehr. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Na gut, bitte. Wie Sie wollen. Machen wir Schluss. Der Herr möchte in sein Appartement. Sie haben kein Recht, mich festzuhalten. Sagen Sie mir erst einmal den Haftbefehl. Ach,
Frachter haben Fachkenntnisse. Ich kenne meine Rechte. Nun, dann müssen Sie auch wissen, dass ich Sie 24 Stunden ohne Haftentscheid festhalten kann. Und davon haben wir erst 6 Stunden vertan. Den Rest brauche ich, um klar zu sehen. Ich werde Ihnen mal was sagen. Sie haben nicht den blassen Ton. Sie klopfen nur auf den Busch. Sie wissen nichts. Rein gar nichts wissen Sie. Und wenn Sie mir was anhängen wollen, dann müssen Sie das erste Mal beweisen können. Das Dumme ist nur, dass er recht hat. Was sollen wir tun? Nachtschicht, meine Herren. Oh, soll ich Waren bestellen? Ja, bitte. Wir haben jetzt noch knappe 18 Stunden Zeit. Wagen für den Chef. Das bei Sänger und Hammerschmidt, was faul ist, das sieht ja ein Blinder im Krückstock. Aber was? In Ordnung im Wagen. Lenz, besorgen Sie einen Durchsuchungsbefehl für die Privatwohnung und für die Spedition der beiden. Und stellen Sie fest, ob ein Kraftfahrzeug vorhanden ist. Wenn ja, welches Kennzeichen? Was meinst du, Paps? Haben Sänger und Hammerschmidt mit dem Fall Mühlbach zu tun oder nicht? Ich weiß nur eins, dass wir in den nächsten Stunden die Gründe für ihr Verhalten herausfinden müssen. Mhm. Sonst ist der Kerl frei. Könnte ihm zwar Widerstand anhängen, aber das allein ist mir zu wackelig. Ja? Moment bitte. Das Krankenhaus. Kommissar Brahm? Ja? Aha. Ja, ich danke schön. Wiedersehen. Mühlbachs Zustand hat sich verschlechtert. Wenn nicht ein Wunder geschieht, dann dürfte er kaum die Nacht überleben. Na also, da hätten wir ja das schlechte Gewissen der Firma Hammerschmidt und Co. Pesse en gros. Na bitte. Du, Paps? Ja? Die Herrschaften sind vielseitig. Du bist ja toll. Ist ein Ding, was? So was müssten wir zu Hause haben, was? Wo ist Kommissar Brahm? Im Kleiderschrank. Danke. Was? Im Schrank, nebenan. Also, mal erklärt er sich. Donnerwetter, das ist ein Schrank für eine größere Familie, hä? Na, Lenz, auch Erfolg gehabt? Was heißt auch, was haben Sie? Die perfekt eingerichtete Falschmünzer- und Passfälscherwerkstatt der Firma Hammerschmidt und Co. Geöffnet von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr. Gratuliere. Na, noch 13 Stunden bis zum Ablauf der Frist. Ja. Na, Sänger wird begeistert sein. Na, der Haftrichter sehr wahrscheinlich auch. Ja. Und was macht Ihr Freund Hammerschmidt? Die Fahndung läuft im ganzen Bundesgebiet an. Guten Abend. Ja? Aha. Ja, danke. Wiederhören. Mühlbach wird durchkommen, aber er ist immer noch bewusstlos. Ah, was sagt der Arzt? Wann können wir mit ihm sprechen? Keine Ahnung, vielleicht heute, vielleicht morgen oder übermorgen. Mhm. Ja, nach der Sache heute Nacht bin ich eigentlich sicher, dass Sänger mit der Mühlbach-Affäre nichts zu tun hat. Also zwei Fälle? Ja, wovon einer als geklärt bezeichnet werden könnte. Aber Mühlbach, ich weiß nicht, irgendwas sieht da faul aus. So, wir haben ihn. Wen? Wen? Hammerschmidt. Kollegen vom Nordabschnitt haben wir geschnappt. Und einen Knaben namens Werner Jürgens. Sie sind auf dem Weg hier. Widerstand? Missglückter Fluchtversuch. Ja, wer vom Teufel spricht, ist er nicht weit. Herein! Guten Tag. Bin ich hier richtig? Es kommt ganz darauf an, was Sie ausgefressen haben. Ich habe doch nichts ausgefressen. Hier, das Ding habe ich gefunden. Das Fundbüro ist eine Treppe her. Auf dem Flugplatz haben Sie aber gesagt, ich soll zu Kommissar Brahm. Mühlbachs Tasche? Was? Wo haben Sie denn den Aktenkoffer gefunden? Im Hangar auf dem Flugplatz. Ich bin der Hallenwart. Wo im Hangar? Zwischen den Ölfässern. Lenz, gehen Sie mit dem Herrn nach vorne und nehmen Sie die Personalien auf. Ja, kriege ich da alle. Ich meine, dafür gibt's doch Finderlohn, oder? Ja, das ist Sache des Verlierers, nicht Sache der Polizei. Wir nehmen Ihre Personalien auf. Wenn was dabei rausspringt, dann werden wir Sie schon gut anrichten. Hier ist Kriminalpolizei. Brahm, wir haben den Aktenkoffer. Na fein, ich verständige sofort die Direktion. Nochmals vielen Dank. Bitteschön, wiederhören. Herein.
Polizeimeister Ender vom Nordabschnitt. Aha. Überstellung Hammerschmidt und Jürgens. Dankeschön. Würden Sie bitte quittieren, Herr Kommissar. Gerne. Und dann führen Sie die Hanna rein, ja? Jawohl, Herr Kommissar. Schade, dass Lenz nicht da ist, nicht? Der würde Hammerschmidt sicher gerne in seine Arme schließen. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kommissar. Tag. Ich gestehe alles. Der Sänger hat mich verleitet. Ich bin völlig unschuldig. Ich habe bloß mitgemacht. Herr Kommissar, die Druckerei und auch die Firma. Gehört alles Sänger. Ich war ja nur der Strohmann. Ich sag alles, was Sie wollen. Bitte glauben Sie mir. Wenn ich einen Kronzeugen mache, kriege ich da ein bisschen weniger? Bram? Ja? Ja! Ja, ja, ich komme sofort. Wiedersehen. Mühlbach ist zu sich gekommen und er will mich sprechen. Peter, unterhalte du dich inzwischen mit den Herren? Ja. Und wenn Lenz da ist, mach bitte das Protokoll. Ja, Paps. Bitte nicht viel reden. Wenn es nach mir ginge... Ich weiß, wenn es nach Ihnen ginge, wäre ich nicht hier, aber ich mach's ganz kurz. Na, Herr Mühlbach, was machen wir da für Geschichten? Ich bin Kommissar Brahm. Die Dokumente sind alle da. Die Tasche ist gefunden worden. Ich habe nur eine Frage, Herr Mühlbach. Was ist im Hangar passiert? Ich bin ausgerutscht. Gestürzt. Dabei ist mir der Koffer mit den Dokumenten entfallen. Ich wollte ihn suchen. Ich bin aufgestanden, aber dann wurde mir schwarz vor den Augen. Mehr weiß ich nicht. Mehr will ich auch gar nicht wissen, Herr Mühlbach. Gute Besserung. Ja, bitte rein. Tag. Ich habe eine Vorladung bekommen. Ja, ja, ich weiß, Herr Dürer. Bitte nehmen Sie Platz. Ja. Wie viel bekomme ich? Ja, das wird das Gericht festlegen. Sie machen gern Spaß, nicht? Nein. Ich meinte meinen Finderlohn. Macht keinen Spaß. Wir haben eine Anzeige gegen Sie vorliegen. Eine Anzeige gegen mich? Weswegen denn? Wegen fahrlässiger Körperverletzung. Wie bitte? Ich habe doch keine Menschen was getan. Sie sind doch Hallenwart des Hangars 6 auf dem Flugplatz. Ja. Und damit sind Sie auch verantwortlich für alles, was in dieser Halle geschieht. Wenn es in meinem Aufgabenbereich liegt, ja. Wer hat vorgestern Öl aus den Fässern abgefüllt? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Also wenn Sie gleich verstehen, beantworten Sie meine Frage bitte. Wer war's? Ich? So, so. Herr Dürer, wir haben dabei Öl vergossen. In diesem Ölfleck ist Herr Mühlbach ausgerutscht, ist gestürzt und hat sich einen Schädelbasisbruch zugezogen. Ja, aber das wollte ich doch nicht. Dafür kann ich doch nicht. Doch. Sie hätten diesen Ölfleck sofort entfernen müssen. Das wissen Sie doch, oder? Ja, es steht in der Vorschrift. Na also, darf ich Sie bitten, mit nach nebenan zu kommen? Was kann das kosten? Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines anderen verursacht, wird mit Geldstrafe oder Gefängnis bis zu 3 Jahren verurteilt. Paragraph 230 Strafgesetzbuch. Thank you.
heute mit dir los? Du musst dich ein bisschen mehr konzentrieren, mein Junge. Ja, Schach ist kein leichtes Spiel. Übrigens erzählt man sich, dass der Erfinder dieses königlichen Spiels eine merkwürdige Belohnung verlangte. Der wollte Reis als Belohnung. Und zwar auf jedes Feld des Schachbretts die doppelte Menge des davorliegenden. Also aufs erste Feld ein Korn, aufs zweite zwei, aufs dritte vier, dann acht, 16, 32, 64 und so weiter und so weiter. Was meinst du, wie viel Reiskörner da zusammenkamen? 9 Quadrillionen 223 Trillionen 372 Billionen 36 Milliarden 854 Millionen 775.808. Donnerwetter, woher weißt du das so genau? Wir haben es im Rechenzentrum durch einen Computer errechnen lassen. Ah, also du sagst 9 Quadrillionen. Das sind ja 50 Millionen Güterzüge. Woher weißt du denn das? Das weiß man doch. So. Um beim Thema zu bleiben, Schach und Matt. Donnerwetter, ja. Du musst dich ein bisschen mehr konzentrieren. Was ist denn los mit dir heute? Revanche, Paps? Nein, 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 heute nicht mehr. Vielleicht morgen Abend wieder. Du, Paps? Na, endlich. Wie bitte? Ich sagte, na, endlich. Ich nehme nämlich an, du hast was auf dem Herzen. Jedenfalls hatte ich den Eindruck. Na schön. Anscheinend kann man vor dir nichts verbergen. Na, was ist es denn? Ach, ich hätte nur gern deine Meinung gehört. Ja? In der Uni haben sich einige Kommilitonen als Hospitanten bei der Kriminalpolizei gemeldet. Zu Studienzwecken. Was hältst du davon? Ach, gut, ja, ist natürlich nicht schlecht, aber... Aber? Ich weiß nicht, so studierte junge Leute und alte Praktiker, die von der Pike auf gedient haben. Das gibt junges Besserwissen und alte Voreingenommenheit. Moment, alter Herr, keine Ausflüchte. Deine eigene Meinung wollte ich hören. Entschuldige mal, das war sie. Was würdest du tun, wenn ein Hospitant in deine Abteilung käme? Was, in meine Abteilung? Ja. Zunächst mal würde ich mir den Knaben ganz genau ansehen, verstehst du? Und dann würde ich ihm, um ihm etwa ihr Flausen zu vertreiben, ganz gehörig den Marsch blasen, damit er weiß, wo es lang geht. Ohne Ansehen der Person? Ohne Ansehen der Person. Na, dann sieh mich mal genau an und dann blas deinen Marsch. Ich bin nämlich der Neue in deiner Abteilung. Weißt du, was ich eben verstanden habe? Du bist der Neue in meiner Abteilung. Ja, das habe ich auch gesagt. Ist das komisch. Ich möchte wissen, was es da zu lachen gibt. Weil ich das nämlich schon seit 8 Tagen weiß, da staunst du, was? Rundschreiben 233-12 vom 15. dieses Monats betreffs Aufnahme von Hospitanten bei der Kriminalpolizei. Der Alte hat mich gefragt, ob ich dich nehmen will und ich war so töricht und hab ja gesagt. Ich hab mich so auf dein Gesicht gefreut. Lass ich mal spiegeln, das ist bestimmt komisch. Moment, ich gehe schon. Peter Brahm? Ja, Moment bitte. Papst für dich, Inspektor Lenz. Ja, Lenz, was gibt's? Aha. Ja, ist gut, ich komme sofort. Ja, wiedersehen. Los, Peter, zieh dich an, wir müssen weg. Raubüberfall in der Mückenstraße. Was ist denn passiert? Wenn Sie bei mir arbeiten wollen, junger Mann, dann stellen Sie keine überflüssigen Fragen. Ich weiß zwar, dass Ihr Dienst erst ab morgen beginnt, aber von so einem jungen Hüpfer, wie Sie es sind, kann man wohl etwas Idealismus verlangen. Haben Sie mich verstanden, Herr Brahm? Jawohl, Herr Kommissar. Aber glaub ja nicht, dass das schon der Marsch ist, den ich dir blasen werde. Ja? Ich kann Ihnen gar nichts sagen. Ich bin ja auch erst geholt worden, als Herr Herting schon hier lag. Guten Abend allerseits. Guten Abend, Chef. Na, Peter, ist unsere Überraschung gelungen? Er war der Meinung, sie wäre ihm eingefallen. Ah. Na, Lenz, was gibt's denn? Ein gewisser Kurt Herting ist an dieser Stelle vermutlich mit einer Flasche niedergeschlagen worden. Herting ist Bewohner des Hauses. Mhm. Herr Korten, der Hausmeister, hat ihn identifiziert. Seine Frau ist verständigt. Herting wurde ins Helene-Oskar-Krankenhaus gebracht. Ihm fehlt die Brieftasche und eine goldene Armbanduhr. Aha. Und was ist mit denen da? Die beiden haben ihn entdeckt und uns gerufen. Ja, da wollen wir uns mal mit den Herren unterhalten. Guten Abend. Ich bin Kriminalkommissar Brahm. Ich leite die Untersuchung. Schmelfink. Franz Schmelfink. Ja, wir haben den Mann gefunden. Er lag da, kurz vor der Treppe. Erst einmal ja nicht gesehen, aber dann ist Paul dran gestoßen und dann haben wir gleich gesehen, was los war. Was war denn los? Na, er war ohnmächtig. Ich bin auch gleich los und habe Hilfe geholt. Und wie sind Sie hier hereingekommen? Ja, wir schlafen hier. Ich habe nicht gefragt, was Sie hier machen, sondern wie Sie hier reingekommen sind. Sag's ihm. Die Tür war auf. Aha. Na ja, das Schloss war festgeklemmt. Geklemmt, das habe ich mir gedacht. Was war's denn? Kaugummi? Gekautes Papier? Oder eine Büroklammer? Hm? Na, was ist, meine Herren? Haben Sie Ihre Sprache verloren? Gekautet Papier. Und wer hat es in die Tür gesteckt? Na schön, meine Herren, wie Sie wollen. Herr Lenz, die Herren kommen mit aufs Präsidium. Vielleicht setzt da Ihr Gedächtnis wieder ein. Moment mal. Was heißt hier Präsidium?
Weswegen? Weil wir hier im Keller pennen? Oder aus Dankbarkeit, weil wir den Mann da gefunden haben? Wir hätten ja auch genauso gut die Schnauze halten können. Herr... Paul Leisegang. Herr Leisegang, es trifft keiner von diesen Punkten zu. Nur, wenn Sie mit Hilfe einer Schlosssperre hier eindringen konnten, dann muss ja vorher jemand hier gewesen sein und das Schloss präpariert haben, nicht wahr? Darf ich bitten? Und die Flasche kommt ja wohl auch kaum von allein hierher. Oder gehört sie Ihnen? Nee. Gehört die Flasche Ihnen? Nee, ich wüsste nicht, wo die herkommt. Na also. Wie heißt der Mann, der vor Ihnen hier war? Wir verzinken keinen Kumpel. Aha. Die Herren besitzen Chorgeist, wie scheint. Aber darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass es vermutlich ein Raubüberfall war? Und falls der Mann, der die Flasche liegen gelassen hat, der Täter ist, denn dass die Flasche nicht dem Überfallenen gehört, können wir wohl als sicher voraussetzen. Falls also dieser Mann der Täter ist, so machen Sie sich der Beihilfe schuldig, wenn Sie ihn decken. Ich hoffe, Sie sind sich darüber klar. Herr Kommissar, ich will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Ich sage Ihnen, halt's Maul! Herr Lenz, Chef, nehmen Sie einen Schmelfink mit nach oben. Und der Hausmeister kann auch gehen. So, nun zu Ihnen. Nicht schimpfen, Meister. Ich wollte Ihnen ja nur ein kleines Geschäft vorschlagen. Aha. Zugegeben, hier können Sie Landstreicherei und weiß Gott was alles anhängen. Sie können es aber auch sein lassen. Mhm. Vielleicht fällt mir dann der Name ein. Sind Sie sicher, dass Ihr Kollege Schmelfink nicht vielleicht ohne Bedingungen aussagt? Todsicher. Mhm. Der kennt nämlich den Kumpel gar nicht. Ja, beschreiben wird er ihn können. Aber den Namen weiß bloß ich. Und wie ist der Name? Alfons Bühler. Womit kann ich Ihnen dienen? Ich habe was zu verkaufen. Ehe ich Ihnen einen Preis machen kann, muss ich die Uhr erst noch gründlich prüfen. Mhm. Moment bitte. Käse. Na Lenz, was ist denn? Bühler. Wo? Krosnick. An- und Verkauf jeglicher Art. Der Mann, auf den die Beschreibung von Bühler passt, hat versucht, eine goldene Uhr mit Spangenarmband zu verkaufen. Ja und? Hat was gerochen wahrscheinlich. Denn als Krosnick mit mir telefonierte, hat er fluchtartig den Laden verlassen. Und die Uhr? Hat Krosnick. Mahlzeit. Damit dürfte die Möglichkeit, Bühler schnell zu erwischen, auf ein Minimum zusammengeschrumpft sein. Warum? Naja, weil er jetzt nichts mehr zu versilbern hat. Haben wir eigentlich ein Foto von dem Knaben? Ja, wir haben Bühler in der Kartei. Er ist vorbestraft wegen einfachen Diebstahls, mehrfacher Landstreicherei und noch ein paar Kleinigkeiten. Übrigens, die Fingerabdrücke auf der Flasche stammen auch von ihm. Mhm. Und was ist eigentlich mit Herting? Herting hat Glück gehabt. Der Verdacht auf Schädelbasisbruch hat sich nicht bestätigt. Er hat eine schwere Gehirnerschütterung und Platzwunde am Kopf, hervorgerufen durch Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Und was hat er ausgesagt? Praktisch nichts. Er hat also nach Hause kam, ein verdächtiges Geräusch gehört, ist ihm nachgegangen, unten im Keller ist er gegen ein Hindernis gestoßen und hat im gleichen Augenblick einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Mehr weiß er nicht. Allerdings ist er nachher nochmal zu sich gekommen, als jemand die Uhr von seinem Handgelenk zog. Mhm. Zeigen Sie mir doch mal das Foto vom Bühler. Ja, ich habe es hier irgendwo hingelegt. Also, unsere Fotografen sollten sich mal ein bisschen mehr Mühe geben. Wie die fotografieren, sieht ja jeder wie ein Verbrecher aus. Also, Lenz, veranlassen Sie, dass sofort ein Steckbrief rauskommt, ja? In Ordnung, Chef. Abteilung Brahm, Inspektor Lenz. Guten Abend. Ah, Sie sind Chef. Nein, nichts. Ja, Mitteilung aus der Bevölkerung gab es genug, ja. Ja, in Ordnung. Wenn ich was Brauchbares habe, rufe Sie an. In Ordnung, Chef. Gute Nacht. Ja, Kommissar Brahm. Ja, ich warte. Hallo, Herr Kommissar. Ach, Sie sind's, Inspektor. Ja, Bühler ist hier in der Nähe. Ja, bestimmt. Aber Sie kennen mich doch. Paul Leisegang. Ja, wenn ich Ihnen sage. Weiß ich. Als guter Staatsbürger muss man der Polente doch behilflich sein. Ja, er ist in einem Heizungskeller. Wo? Was zahlen Sie denn, hä? Aber nicht doch. Nein, nein. Es war doch nur ein kleiner Spaß. Ja, Mehrlinger Straße 45. Gleich hinterm Güterbahnhof. Ja, das ist alles. Ja. Sie sichern die Tür dort. Na, Sie sind Bühler, hm? Na, Sie heißen doch Bühler.
Bleiben Sie stehen! Stehen bleiben! Stehen bleiben, sage ich! Der Hof ist umstellt! Bühler! Geben Sie auf, Sandkatz weg! Bühler, wenn Sie jetzt nicht stehen bleiben, schieße ich! Au! 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 Mein Fuß! Au! 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 Wachmeister, kümmern Sie sich um ihn. Aber vorsichtig, er wird noch gebraucht. Ich habe doch nur die Uhr und die Brieftasche genommen. Als ich den Herrn fand, war er doch schon... Was war er? Nun ja, er lag doch schon da. Er war bewusstlos. Nachdem Sie meins mit der Flasche verpasst haben. Nein, nein, ich habe es nicht getan. Herr Bühler, ich habe nur noch eine Frage. Warum sind Sie nicht zu uns gekommen, als Sie wussten, wessen Sie beschuldigt wurden? Wenn mir meine Kumpels schon nicht glauben, was vielleicht hat jetzt von der Polizei erwartet. Herr Bühler, bitte überlegen Sie sich noch einmal in Ruhe jede Einzelheit. Und wenn Ihnen was einfällt, dann lassen Sie mich rufen. Ja, Kommissar. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Na, ja, was meinen Sie denn? War es Bühler oder war es nicht? Tja, die Indizien sprechen gegen ihn. Was meinst du, Peter? Tja, meiner Meinung nach... Stopp, damit fangen gar nicht erst. Die eigene Meinung ist nie maßgebend bei der Beurteilung eines Täters. Nur die Fakten zählen. Wir sind verpflichtet, alles Belastende und alles Entlastende zu sammeln. Das ist alles. Und persönliche Gefühle schalten von vornherein aus. Naja, Belastendes haben wir genug. Suchen wir nun entlastendes Material. So, Herr Korn, stellen Sie bitte die Leiter an den gleichen Platz, an dem Sie an jenem Abend standen. Das war hier. Und nun tun Sie bitte genau dasselbe, was Sie an jenem Abend auch gemacht haben. Ich habe die Bohrmaschine angeschlossen. Ja, ist jetzt nicht nötig. Ich will es nur sehen. Und hier habe ich gestanden. Ja, weiter. Und so habe ich gebohrt. Das muss das Geräusch gewesen sein, das Herting im Hausflur gehört hat. Na, nun bitte mal. Ja, und dann wollte ich einen Kaffee trinken. Ja, ja, tun Sie bitte genau das, was Sie damals auch gemacht haben. Ich habe das Licht ausgemacht. Ja, ist jetzt nicht nötig. Weiter. Dann bin ich durch diese Tür rausgegangen. Ja. Und? Na, Herr Kommissar, das war alles. Das war alles? Ja. Ja. Peter, ja. Du übernimmst jetzt die Rolle Hertings. Geh bitte hinten an die Tür. Okay. Und Herr Lenz? Ja, Chef. Lesen Sie bitte die Vernehmung Hertings vor. Und Sie, Herr Korten, und auch du, Peter, machen genau dasselbe, was Herting ausgesagt hat. Verstanden? Ja. Also bitte fangen Sie an, Herr Lenz. Peter, es geht los. Ich öffnete die Tür und trat in den Raum. Der Raum war dunkel. Von der mir gegenüberliegenden Seite hörte ich ein Geräusch. Es klang wie das Zuschnappen einer Tür. Da ging gerade der Hausmeister raus. Ich ging dann langsam in Richtung des Geräusches in den Raum. Nach einigen Schritten stieß ich gegen ein Hindernis. Vorsicht, Peter! Junge, Junge. Das war es also. Nein, das ist doch nicht möglich. Nachdem Herting von der Bohrmaschine am Kopf getroffen war, stürzte er diese Treppe hinunter und blieb liegen. Dort hat Bühler ihn gefunden und den Bewusstlosen ausgeraubt. Dann war es also ein Unfall? Ja. Und den hätte man vermeiden können, wenn die Bohrmaschine nicht auf der Leiter liegen geblieben wäre. Herr Korten, ich glaube, wir werden uns noch unterhalten müssen. Ist noch was? Das ist doch nicht dein Ernst. Wovon sprichst du eigentlich? Von der Klausel hier. Na und, was stört dich daran? Der Vertragspartner verpflichtet sich, seine Kämpfe nach dem Wunsch des Veranstalters zu gestalten. Was bezweckst du damit? Ich bestimme, wer verliert. Das ist doch unfair und außerdem Betrug am Publikum. Wie lange bist du schon bei mir? Ein halbes Jahr. Und wie lange bin ich in dem Geschäft? Eben. Ich will es dir sagen. 18 Jahre. Und deshalb habe ich Erfahrung. Und die Erfahrung sagt mir, wer verlieren muss. Aber Gonzales ist der beste Mann, ehemaliger Berufsboxer, ein guter Artist. Das Publikum sieht ihn gern. Halt die Schnauze, du hast ja keine Ahnung, wovon du sprichst. Gerade weil Gonzales sympathisch ist, muss er verlieren. Und zwar gegen den miesesten Kerl, den wir haben, gegen Chattanooga. Und weißt du auch warum?
Ich werde es dir sagen. Das Publikum will Chattanooga verlieren sehen, weil es ihn nicht riechen kann. Deswegen kommen die Leute zu jedem Chattanooga-Kampf. Verliert Chattanooga, dann ist Sense. Ist das klar? Ja, dann lass ihn doch wenigstens gegen den Würger gewinnen. Es geschieht das, was ich will. Ja, dann sag's ihm selber. Bin nur gespannt, ob er mitmacht. Er wird das tun, was ich anordne. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Gonzales ist ehrgeizig. Ich will damit nichts zu tun haben. Das wäre eine gute Show. Wer hat das Publikum was davon? Fertig machen, Fred. Die werden gleich disqualifiziert. Dann bist du dran. Okay. Lauf und weg Chattanooga, den großen Killer. Sonst verpennt er noch seinen Turniersieg. Mach keinen Mist, Fred. Mit dem Boss ist nicht zum Spaßen. Wenn er will, dass Chattanooga gewinnt, dann gewinnt er. Du warst doch einverstanden. Zerbrich du dir nicht meinen Kopf. Warum soll nicht mal ein Wunder geschehen und der Alte sich irren? Sieger, Lambam und Cueros. Holen Sie sofort einen Krankenwagen und verständigen Sie die Polizei. Chattanooga ist vergiftet worden. Helf mir doch! Gonzales war es nicht. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Herr Wertner, wo waren Sie denn während des Kampfes? Während des Kampfes? Hm? War ich gar nicht im Zelt. Ah. Wissen Sie, wo ich war? Nein. Ich will es Ihnen sagen. Drüben in der kleinen Bar. Wer hat Sie da verständigt? Herr Papke. Ja, Herr Papke. Haben Sie schon Nachricht aus dem Krankenhaus? Leider noch nicht, aber Inspektor Lenz ist da und er ruft mich sofort an, sobald er was weiß. Na, Doktor? Wie sieht's aus? Tut mir leid, Inspektor. Exitus. Hat er noch was sagen können? Nein. Was war's? Was der Ringarzt auch schon festgestellt hat. Chattanooga ist vergiftet worden. Womit? Mit Paraoxon. Paraoxon? Ja. Dieses Gift ist Hauptbestandteil von Unkrautvertilgungs- oder Pflanzenschutzmitteln. Hm, und das ist so gefährlich? 2 Gramm sind absolut tödlich. Gibt's kein Gegenmittel? Gegenmittel wäre zu viel gesagt, aber ein Präparat der Tollkirsche, Atropin und neuerdings auch Pralidoxin helfen meist in solchen Fällen. Vorausgesetzt natürlich, dass die Giftmenge nicht zu groß war. Und Chattanooga hat leider zu viel davon geschluckt. Sagen Sie, Doktor, wann wirkt das Gift? Ich meine, wie lange nach dem Einnehmen? Das kommt ganz drauf an. 5 bis 10 Minuten. Mhm. Manchmal früher, manchmal später. Und schmeckt man das Zeug nicht? Oh doch. Aber bei Chattanooga liegt der Fall sehr tragisch. Wieso? Chattanooga litt an einer starken Erkältung. Er bekam fast keine Luft durch die Nase. Daher konnte er auch kaum schmecken. Mhm. Na schön, also die Leiche ist beschlagnahmt, wir lassen sie nachher abholen. Noch eine Frage. Haben Sie ihm den Magen ausgepumpt? Selbstverständlich. Das war das Erste, was wir getan haben. Stellen Sie den Magen ihn als sicher und schicken Sie ihn mit. Doktor? Inspektor, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Wenn auch der Anlass nicht sehr erfreulich war. Wiedersehen. Als ich die Kabine verließ, stand Chattanooga gerade auf, denn er musste in den Ring. Und sonst ist Ihnen nichts aufgefallen? Nein, es war so wie immer. Er trank, als ich rausging, gerade sein Quantum. Was? Ja, sein Quantum. Quantum? Ja, das ist ein alter Trick von ihm. Vor jedem Kampf trank Chattanooga immer eine Unmenge von Flüssigkeit, damit er tüchtig schwitzt. Schwitzt? Ja, wenn er richtig schwitzt, dann kann man doch keinen Griff ansetzen. Dann ist doch der Körper zu glitschig. Ja, aber wozu braucht er denn das? Es war doch vertraglich festgelegt, wer verliert und wer gewinnt. Ja, aber Chattanooga, der hatte doch in den Dingen eine Vollmeise. Der hielt sich doch für den Größten. Bram? Ja, Letz. Ach. Ja, in Ordnung, kommen Sie her. Chattanooga ist tot. Was? Wer konnte außer Ihnen noch Chattanoogas trinken? Papke, Herr Werkner, Ivan der Russe, Alfredo Gonzales. Eine Mitteilung für Sie, Herr Kommissar. Ja, bitte, gib mal her. Sie können gehen, Herr Maler. Ja. Alfredo Gonzales ist verschwunden. Hältst du es für Mord? Bei diesem Fall ist alles möglich, von Fahrlässigkeit bis Vorsatz. Aber wir müssen zunächst mal abwarten, bis wir die Geschichte besser übersehen. Ob Gonzales ihn umgelegt hat? Also du hast eine Ausdrucksweise an dir, um die dich jeder 30-Pfennig-Romanschreiber beneiden würde. Umgelegt.
sind doch nicht in Chicago. Außerdem, wie kommst du auf die Idee? Naja, Gonzales trank, schimpft auf den Vertrag, tja, und dann seine Flucht. Sicher, das stimmt schon alles, aber Gonzales war ja nicht wütend auf Chattanooga, sondern auf die Abmachung. Und wie ihn seine Kameraden beurteilen, hätte er die Entscheidung immer im Ring gesucht, ganz gleich, was im Vertrag steht. Mhm. Dieser Giftmord passt einfach nicht zu ihm. Ja, also dann möchte ich mal wissen, warum er geflohen ist. Morgen allerseits. Morgen. Hier der Laborbericht. Analyse des Flascheninhalts. Braune Bierflasche mit Patentverschluss, Inhalt ca. 15 Gramm Paraoxon in H2O gelöst. Halb leer. Das ist alles. Klares Wasser mit Paraoxon? Mhm. Sehr merkwürdig. Dieser Malmann hat uns doch was von Chattanoogas Trick erzählt. Ja, ja, irgendeine schweißtreibende Mixtur in großen Mengen. Waren Fingerabdrücke auf der Flasche? Ja, das steht auf der anderen Seite. Ein paar von Chattanooga und die unbekannten Abdrücke stammen alle von einer Person. Das habe ich mir beinahe gedacht. Gut, wir fahren noch mal zu denen raus. Mich interessieren noch zwei Dinge. Erstens, woraus bestand Chattanoogas Wundertrank? Und zweitens, die Fingerabdrücke der ganzen Blase. Mhm. Lenz, veranlassen Sie alles, ja? In Ordnung, Chef. Peter, komm. Ja. Herr Peter, passen Sie mir gut auf den Chef auf, damit er nicht auf die Straße fällt. Wieso? Ich habe mir sagen lassen, dass sogar der Boden Ihres Autos durchgerostet sei. Oh. Hallo, Malmann. Sie machen sich aber gut als Bodenkosmetikerin. Sie wissen doch, Herr Inspektor, Putzfrauen, ich meine Raumpflegerinnen, sind doch heutzutage seltener als Bankdirektoren. Ja, da haben Sie recht. Herr Malmann, ich brauche Ihre Hilfe. Soll ich zu Ihnen putzen kommen? Nein, nein, Sie sind doch überlastet. Abends im Ring und jetzt das hier. Von den Hausmeisterpflichten wollen wir gar nicht erst reden. Also, womit kann ich dienen? Es geht um den Trick Chattanoogas. Wissen Sie, woraus dieser Wunderdrink bestand? Ja, das weiß ich. Ah, woher? Ja, weil ich ihn gemixt habe. Ach nein. Warum haben Sie uns das nicht schon gesagt? Es hat mich ja niemand danach gefragt. Also, woraus bestand das Zeugs? Aus Wasser, Zucker und ein bisschen Zitronensaft. Das war alles? Ja. Wasser? Zitrone? Zucker. Das nennen Sie einen Wundertrink? Naja, erstens kommt es auf die Wirkung an und zweitens kommt es auf den Standpunkt an. Mhm. Naja, Sie wissen doch, Herr Inspektor, Glaube versetzt Berge. Chattanooga hat doch nicht gewusst, was drin war. Er hat dran geglaubt. Ja, und jetzt hat er dran glauben müssen. Na, Sie sind doch nicht etwa der Meinung, nein, dass... Nein, aber davon kann keine Rede sein. Jedenfalls danke ich Ihnen für die Auskunft und Wiedersehen. Weitermachen. Nichts zu danken. Warum hast du die Polizei belogen? Das ist ja wohl meine Sache. Nein, nicht deine Sache. Du hast mich mit reingezogen. Also, warum? Du weißt also nicht, warum. Ich werde es dir sagen. Pass auf. Sie sind so leise geworden, Herr Werdner. Und am Schlüsselloch horchen, anstelle Ihr Mensch ja nicht. Ihre Geschichte interessiert mich brennend und ich würde Sie furchtbar gern kennenlernen. Erzählen Sie doch weiter. Wie spät ist es? Gleich 8 Uhr. Mach mir mal den Reißverschluss zu. Bloß nach 4 Stunden. Willst du wirklich nach Madrid fliegen? Was soll ich denn noch hier? Mit der Ketscherei bin ich fertig. Und was ist mit Chattanooga? Ich habe ihn ja nicht vergiftet. Ich habe mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Das sagst du. Was denn? Glaubst du mir nicht? Doch, Fred. Ich glaube dir. Aber ich glaube auch, dass du eine große Dummheit gemacht hast. Dass ich weggegangen bin? Warum denn? Ich habe Chattanooga doch nichts getan. Ach, Fred, manchmal zweifle ich an deinem Verstand. Jetzt denk doch mal nach. Da ist jemand umgebracht worden und kein Mensch weiß, wer es getan hat. Und ausgerechnet der Einzige, der immer über ihn geschimpft hat und der ihn gehasst hat, der ist spurlos verschwunden? Du meinst, die denken, dass ich... Aber das ist doch Wahnsinn. Ich bin doch nicht geflohen. Ich weiß. Du bist nach Hause gegangen. Aber weiß das die Polizei auch? Ich soll also zur Polizei gehen? Ja, Fred. Melde dich bei Kommissar Brahm und kläre den Fall. Je länger du wartest, desto misstrauischer werden sie. Oh
Okay, Baby. Und wann? Gleich. Gleich? Jetzt wird doch von denen niemand mehr auf dem Präsidium sein. Ach, dann geh doch in seine Privatwohnung oder ruf ihn an. Ich hab doch gar nicht seine Telefonnummer. Hat schon angefangen? Entschuldige meine Verspätung, aber du weißt ja, ich brauche nun einmal Zeit, selbst bei einem Krimi. Na, wie gefall ich dir? Süß. Na? Bram. Hallo. Jetzt müssen die aber mit den Fingerabdruckvergleichen fertig sein. Sag mal, Chef, was war eigentlich mit diesem Pinkeln, mit diesem Werten da los? Der Herr wollte nicht in den Fall verwickelt werden. Deswegen hat er seine Anwesenheit verschwiegen. Er fürchtete für seinen guten Ruf. Dass ich nicht lache. Dessen Weste hat doch höchstens so ein paar kleine weiße Flecke, ne? Darf man? Je schöner der Abend, desto später die Gäste. Ich denke, du bist mit Helga verabredet. Ah ja, wenn die Pflicht ruft, dann hat das Privatleben Pause. Ich habe euch Besuch mitgebracht. Kommen Sie rein, Herr González. González? Guten Abend, meine Herren. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, Herr González. Ich bin es nicht gewesen, Herr Kommissar. Das glaube ich Ihnen. Und in wenigen Minuten werde ich es wissen. Bitte setzen. Lenz, kümmere sich doch mal um die Fingerabdrücke. Der Erkennungsdienst müsste ja längst soweit sein. Ja. Da sind Sie schon. Ja. Ja, Herr Kommissar. Zeigen Sie mal her. Das ist doch nicht möglich. Wir haben alles verglichen. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Für was denn? Das ist doch nicht zu fassen. Soll ich Ihnen sagen, wer es war? Malmann. Guten Morgen, meine Herren. Nanu, schon so früh unterwegs? Zu wem wollen Sie denn? Sie sind festgenommen, Herr Malmann. Wieso? Was ist denn? Was habe ich denn getan? Sie haben Chattanooga vergiftet. Was habe ich gemacht? Wo haben Sie das Pflanzenschutzmittel? Da. Geben Sie mal her. Wieso? Nicht, das ist Gift! Was, in solch einer Flasche? Das ist Wasser, Zucker und Zitrone. Um Gottes Willen. Haben Sie uns was zu sagen, Herr Malmann? Ich muss die Flaschen verwechselt haben, als ich ihm den Drink mixte. Ich habe keine andere Erklärung. Verwechselt? Bei einer Bierflasche kein Wunder. Gift gehört in eine Giftflasche. Kommen Sie mit, Malmann.
nochmal zu präsentiert. Kommissar Zufall. Ein Silo voller Lumpen. Gute Unterhaltung. Also beeil dich mal, Peter. Wenn das so weitergeht, dann kommen wir heute überhaupt nicht mehr weg. Firmament fürs Essen und Nägern. Paps, hast du meine Kamera gesehen? Na, wenn du ein ordentlicher Mensch wärst, dann hätten solche Dinge ihren festen Platz. Da brauchst du jetzt nicht zu suchen. Himmel, Arm und Pfotenbruch. Was ist los? Da hast du mein Fischmesser gesehen. Ist hier nicht drin. Warm? Ja? Nein, Lenz, tun Sie mir das nicht an. Also seit Wochen freue ich mich auf meinen dienstfreien Tag. Nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Nein, das können Sie allein verhackstücken. Wie? Nein, Sie übernehmen den Fall und damit basta. Ja. Ja, Petri, Dank. Wiedersehen, Lenz. Na, das hätte mir gerade noch gefehlt. Was liegt an? Draußen im Kieswerk haben Sie einen Mann im Sandsilo gefunden. Tot? Tödlicher Unfall infolge Nichtbeachtung der Unfallverhütungsvorschriften. Also 0815. Du, also das will ich nicht nochmal hören, ja? Der Tod eines Menschen ist keine 0815-Sache, merkt ihr das? Entschuldige, Paps. Ja, schon gut. Hey, was ist denn nun? Haben wir nur den ganzen Krempel zusammen? Ja, also ich bin klar, von mir aus kann's losgehen. Ja, von mir aus auch. Da fragt sich nur, wie bringen wir das ganze Zeug unter? Vergiss nicht, wir fahren mit deinem Wagen. Na hör mal, letztes Mal hatten wir noch viel mehr Klamotten und die haben auch reingepasst. Ja, stimmt, die Klamotten haben alle reingepasst, nur ich nicht. Ich musste mit der Bahn fahren. Geh du mal. Peter Brahm? Ja. Ja, ist gut, bis gleich. Was ist denn? Brauchst du keine Sorgen mehr zu machen, ob du noch Platz in Herrn Schmidt hast oder mit der Bahn fahren musst. Was ist denn los? Lenz, er schickt uns da einen Major Schirmacher. Er ist auf dem Weg zu uns. Ja, was will der von mir? Kommt wegen der Silo-Sache. Mensch, da hat man nun endlich mal dienstfrei und dann... Du, aber wenn mir ausgerechnet heute einer den alten Hecht im Siebener See vor der Nase wegangelt, dann bumst es aber. Na und den Lenz, den knüpfe ich mir auf, wo er so wahrscheinlich ist. Sagt der Kerl auch noch, Petri, heil zu mir. Da ist er schon. Ja, ich komme ja schon. Peter, nimm das mal weg. Ja, guten Tag. Schirmacher. Brahm. Es tut mir leid, Herr Brahm, aber es ging nicht anders. Bitte schön, kommen Sie rein. Danke. Das ist mein Sohn Peter. Ja, guten Tag. Danke. Darf ich vorgehen? Die Unordnung bitte zu entschuldigen, wir sind ein frauenloser Haushalt. Und unseren Aufzug müssen Sie auch entschuldigen, wir wollten nämlich gerade zum Angeln fahren. Bitte wollen Sie. Peter, jetzt müssen Sie nicht wegräumen. Bitte wollen Sie gleich da Platz nehmen. Danke sehr. Also, was gibt's? Die Großbaustelle draußen in Ziegelhangel ist ein Luftwaffenprojekt. Ja, ich weiß. Sie bauen dann Flugplatz und Unterkünfte, soweit ich informiert bin. Unter anderem ja. Aber die Sache ist streng geheim. Sie können ruhig reden. Mein Sohn ist zurzeit mein Mitarbeiter. Aha. Es werden dort auch einige Katapultfundamente gebaut. Katapultfundamente? Ja, zum Start von Düsenjägern. Aha. Ja, und was hat das mit dem Toten im Silo zu tun? Der Tote hieß Helmut Binger. Er war einer unserer Mitarbeiter. Verzeihung. Und was suchte Ihr Mann auf der Baustelle? Binger war dort als Mechaniker und Schweißer tätig, in der Reparaturkolonne. Er sollte im Silo eine Naht schweißen. Wir müssen nun annehmen, dass er ohne Sicherheitsvorkehrungen eingestiegen ist und unglücklich hineinfiel. Also ein Abwehrmann als Schweißer? Ja, es war notwendig. Wir sind darüber informiert worden, dass einige Agenten eingeschleust wurden. Binger kam durch seine Tätigkeit auf der Großbaustelle überall herum und konnte so alles sehen. Mhm. Und wenn ich Sie recht verstehe, sollen wir jetzt feststellen, ob es tatsächlich ein Unfall war? Ja. Es gibt nämlich einen Umstand, der uns etwas daran zweifeln lässt. Das ist welcher? Binger trug einen Straßenanzug, als er gefunden wurde. Oh, das ist natürlich für einen Schweißer eine etwas ungewöhnliche Arbeitskleidung, da haben Sie recht. Ja, ist der Obduktionsbefund schon da? Nein, noch nicht. Wie wollen wir es packen? Ja, zunächst fahren wir mal zur Baustelle. Haben Sie einen Wagen da? Ja, aber es ist besser, wenn wir nicht zusammen gesehen werden. Sollte sich unser Verdacht bestätigen und der Zweifel an dem Unfall gerechtfertigt sein, so könnten wir dadurch unsere Freunde warnen.
Ja, ja, da haben Sie natürlich recht. Ja. Na gut, dann fahren Peter und ich mit Herrn Schmidt. Wird ja hoffentlich die Strecke durchstehen. Herr Schmidt, wer ist denn das? Ach, mein Sohn hat sein Auto, jedenfalls hält er es für eins, Herr Schmidt getauft. Das ist immer Glückssache, ob man ankommt. Gut, Herr Brahm, ich danke Ihnen. Aber nicht zu danken. Sie hören auch von mir. Wann haben Sie den Binger zum letzten Mal gesehen? Ja, heute Morgen, als er zur Schicht kam. Das Zulaufrohr war gerissen. Und da wir den Silo unbedingt brauchen, sollte Binger sich sofort an die Reparatur machen. Ich hab's ihm gleich gesagt. Warten Sie mal. Ja, der Meier, der Werkstattschreiber, war noch dabei. Aha. Und was hat Binger dann gemacht? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn zur Geräteausgabe geschickt. Er sollte sich das Schweißgerät holen. Er hat also Ihr Büro verlassen. Wann war das? So um, ja, kurz vor 7 Uhr. Sie haben doch den Silo in Betrieb gesetzt. Wann war das? Das wird so gegen 8.30 Uhr gewesen sein. Paul war meine erste Fuhre. Stimmt, ich bin vom Bau um kurz vor halb acht losgefahren. Bis hier sind schon nur ein paar Minuten. Ah, und Sie waren dabei, als man den Toten fand? Ja. Wann haben Sie den Binger zuletzt gesehen? Ich habe Binger seit gestern Nachmittag nicht mehr gesehen. Und Sie? Ich habe ihn seit gestern auch nicht mehr gesehen. Herr Giesel, wie war das mit der Einhaltung der Schutzvorschriften? Herr Kommissar, ich habe getan, was ich konnte. Bei Inbetriebnahme des Silos habe ich alle Männer, die damit zu tun haben, belehrt. Da, Sie können sie überzeugen. Das Schild habe ich auch selbst angebracht. Naja, daran brauchte Binger sich ja nicht zu halten. Er war ja ermächtigt einzusteigen. Und Sie haben sie ihm ja auch, ich will nicht gerade sagen, befohlen, aber immerhin gesagt. Das sind Sie, Herr Kommissar. Den Gurt und das Sicherheitsseil. Sowie die vorgeschriebenen Warnschilder bei Reparaturarbeiten. Die hat der Binger vergessen. Was steht denn auf den Warnschildern? Hä? Naja, ich dachte, Sie sind von Herrn Giesel belehrt worden. Naja, bin ich auch. Auf dem einen Schild steht, Verschluss nicht öffnen, im Silo wird gearbeitet. Mhm. Das müsste am Verschluss aufgestellt werden. Und daneben kommt dann der Hinweis, entfernen der Tafel nur durch den... Naja, und da muss dann der Name des Ausführenden stehen. Bravo. Und wo waren die Schilder? Das ist ja das Verrückte. Die lagen noch in der Geräteausgabe, wie alles andere auch. Binger hat sich dort überhaupt nicht sehen lassen. Warum denn nicht? Keine Ahnung. Nachdem er mein Büro verlassen hatte, wurde er nicht mehr gesehen. Woher wissen Sie das? Ich habe natürlich herumgefragt. Ich will mir das mal da oben ansehen. Ich gehe mal hier unten rum. Ja, ist gut. Herr Kommissar, Sicherheitsvorschriften und Ihre Einhaltung sind fast eine Marotte von mir. Da können Sie jeden hier fragen. Manche nennen mich deshalb schon den Nervenklau. Sehen Sie, ich habe schon mal so einen Unfall erlebt. Da hatte man die Sicherheitsvorschriften auch außer Acht gelassen. Die Schilder lagen in der Gegend herum und das Sicherheitsseil wurde zum Eimerhochziehen benutzt. Und dann was passiert? Ehe wir den Mann heraus hatten, war er schon erstickt. Wann und wo war dieser Unfall, Herr Giesel? Am 4. April 1962 beim Sattelkiesberg Schwandner. Warum fragen Sie? Es hat mich interessiert, weiter nichts. Sagen Sie, Herr Giesel, waren Sie damals auch Aufsichtsführender? Ah, darauf wollen Sie hinaus. Nein, da kann ich Sie beruhigen. Damals war ich nur Vorarbeiter. Der Firmeninhaber Schwandner wurde zur Verantwortung gezogen. Aha. Er hatte die Aufsicht. Also, vielen Dank, Herr Giesel. Wir werden uns hier noch ein bisschen umschauen und wenn wir mit unseren Ermittlungen fertig sind, dann machen wir das Unfallprotokoll. In Ordnung, Herr Kommissar. Ich werde alles vorbereiten. Ja. Übrigens noch eins. Hat Binger Hinterbliebene? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hm. Und wissen Sie zufällig, was er in seiner Freizeit machte? Herr Kommissar, was meinen Sie mit, wie viele Leute ich es hier zu tun habe? Da kann ich mich nicht um jeden Einzelnen kümmern. Es ist zwar bedauerlich, aber nicht zu ändern. Naja, kann man verstehen. Herr Kommissar, hier oben ist Fehlanzeige. Sehen Sie, Herr Kommissar, das ist der vorgeschriebene Gurt und das Sicherungsseil. Aha. Binger hat es vergessen. Sagen Sie, Herr Giesel, können Sie sich irgendwie erklären, wie Binger da reingekommen ist? Das ist sehr schwer zu sagen, Herr Kommissar. Ja, ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht. Die einzige für mich mögliche Erklärung ist, dass Binger von meinem Büro aus zum Silo gegangen ist, um nach dem Riss zu sehen. Damit er wusste, welches Werkzeug er brauchte. Wieso? Sie haben ihm doch gesagt, dass er das Schweißgerät braucht. Schon, aber er war der Fachmann. Na ja. Na schön, also bis nachher. Los, los! Das Leben geht weiter! Auf der Baustelle drüben wird der Sand gebraucht. Wegen eines Unfalls kann ich den ganzen Betrieb feiern. Ich fürchte, an diesem Fall werden wir zu knabbern haben. Hey, du. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja. Was hast du gesagt? Ich sagte, an diesem Fall werden wir zu knabbern haben. Das kann man wohl sagen. Dabei sieht die Geschichte so einfach aus. Das stimmt alles. Den schwarzen Peter hat Binger, so oder so. Und damit wir. Hast du den Obduktionsbefund gelesen? Mhm. Und was ist dir aufgefallen?
Der Befund spricht von Tod durch Ersticken und von einer Kopfverletzung, die durch Fall oder Schlag hervorgerufen wurde. Bingers Tod ist demnach einwandfrei im Silo eingetreten. Richtig. Die Frage ist nur, wie. Und das ist dir aufgefallen. Nicht aufgefallen, bemerkt habe ich es. Also jetzt pass mal auf, Herr Abraham Junior. Wir wissen mit Sicherheit, dass Binger im Silo starb, dass er im Sand erstickte. Was sagt aber der Befund über den Zeitpunkt des Todes? Herr Bingers Tod muss 6 Stunden vor dem Auffinden eingetreten sein. Und wann wurde er gefunden? Zwischen 8.35 Uhr und 8.45 Uhr. Mensch, natürlich, ich Trottel. 6 Stunden zurück, mit Sicherheit von 1 Stunde plus oder minus. Binger muss demnach ja schon zwischen 2 und 3 in dem Silo gefallen sein. Ist er gefallen oder wurde er geworfen? Wir müssen sofort was unternehmen. Das habe ich mir schon gestern Nachmittag gedacht, als ich den Befund las. Aber was? Was, das fragst du noch? Vergiss nicht, dass mindestens 2 Menschen Binger morgens um 7 Uhr gesehen haben. Ja, dann haben sie vielleicht die Ärzte geirrt. Du machst mir Spaß. Du, das erzähl mal Dr. Wilde, dass sein Obduktionsbefund nicht stimmt. Ha. Also dann haben Giesel und der Werkstattschreiber gelogen. Sie stecken unter einer Decke. Was zu beweisen wäre. Morgen früh fangen wir gleich damit an. So, jetzt Schluss für heute. Auch Meisterdetektive haben manchmal Feierabend. Jawohl, Paps. Was gibt's in dem Fernsehen? Im ersten Ballett, im zweiten eine Oper. Aha, Kontrastprogramm. Du sag mal, wann ist Opa gestorben? Was ist los? Wann Opa gestorben ist? 49. Nee, 50 ist er gestorben. In welchem Monat, an welchem Tag? Aber was soll denn das? Antworte. Ja, warte mal, das war im Herbst, das war im Oktober, am 20. oder ein... Nein, am 20. ist Oma gestorben. Also am 21. Oktober 1950. Jetzt sag mal, willst du mir mal erklären, warum du mich hier so in Verlegenheit bringst? Ach, nur so. Wie viel auf das Giesel, auf meine plötzliche Frage nach diesem anderen Unfall, mitten in der Unterhaltung mit dir Tag, Monat und Jahr nennen konnte, ohne auch nur einen Funken nachzudenken. Das klang wie auswendig gelernt. Sherlock Holmes, das war gut nachgedacht und kombiniert. Bloß im Fall Giesel, fürchte ich, ist es ein Schlag ins Wasser. Denn wie er selbst sagt, ist er ein Sicherheitsfanatiker. Das bedeutet also, dass er diesen Unfall bei jeder passenden Gelegenheit als warnendes Beispiel erzählt. Das heißt also, er beschäftigt sich dauernd damit. Ich weiß nicht, Papst, irgendwas gefällt mir nicht an der Sache. Das ist alles so glatt, so selbstverständlich. Aber Junge, da schlafen wir erst drüber. Morgen kommst du vielleicht drauf, man soll sich nicht verrückt machen. Hast recht, Papst. Nacht, alter Herr. Schlaf gut. Nacht, mein Schrössling. Schlaf gut. Morgen, Chef. Morgen. Na, du, so pünktlich. Was ist denn mit Herrn Schmidt los? Keine Pannen mehr, was? Ich bin mit der Straßenbahn gefahren. Herr Schmidt, mitsamt meinem Schrössling haben Sie hier Luft aufgelöst. Dieser lausige Junge, der muss schon in der Nacht abgehauen sein. Wenn ich bloß wüsste, wohin. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte nur gern eine kleine Auskunft, Herr Schwandner. Ja, bitte sehr. Kennen Sie einen Wilhelm Giesel? Ja, warum? Hat er bei Ihnen gearbeitet? Er war bei mir Vorarbeiter. Aha. Sagen Sie bitte, hatten Sie hier im Werk am 4. April 1962 einen tödlichen Unfall im Sandsilo? Ja, aber jetzt habe ich ja mal eine Frage. Weshalb interessieren Sie sich dafür? Ich bin Jurastudent und schreibe meine Arbeit über Unfälle. Unter besonderer Berücksichtigung fahrlässiger Momente. Ach so. Und was wollen Sie wissen? Zunächst nichts weiter. Im Augenblick prüfe ich nur, ob die Unfälle, die mir vorliegen, sich auch tatsächlich ereignet haben. Das klingt doch reichlich konfus, finden Sie nicht auch? Tja, das kann schon sein. Ach du meine Güte, ist ja schon 11 Uhr. Nun muss ich aber los. Herr Schwandner, auf Wiedersehen und vielen Dank. Moment mal. Würden Sie mir sagen, wer Ihnen von diesem Unfall hier bei uns erzählt hat? Ihr ehemaliger Vorarbeiter Wilhelm Giesel. Wann? Gestern. Was soll denn der Unsinn? Genau das könnte ich Sie fragen. Wissen Sie auch, was ich jetzt mache? Ja, sehr schnell die Tür wieder aufschließen. Was Sie hier machen, ist nämlich Freiheitsberaubung. Ihre Frechheit ist beispiellos. Ha, Sie sind ein Schwindler und ich werde jetzt die Polizei rufen. Sie hat es bereits gehört. Herr Schwandner, sagen Sie bitte, warum nannten Sie mich eben einen Schwindler? Herr Brahm, würden Sie mir noch einmal sagen, wer Ihnen von diesem Unfall erzählt hat? Gern. Ihr ehemaliger Vorarbeiter Wilhelm Giesel. Und wann hat Ihnen Wilhelm Giesel das erzählt? Gestern. Aber sagen Sie bitte, warum fragen Sie so geheimnisvoll? Das kann ich Ihnen sagen.
Der Mann, der am 4. April 1962 tödlich verunglückte, hieß Wilhelm Giesel. Kümmern Sie sich um ihn. Ja. Ich hole den Wagen. Aber Junge, was ist denn? Ach, geht schon. Grinsen Sie nicht so, Sie leichtsinniges Karnickel. Sie sprechen mit einem Menschen, Schwester. Ja, ja. Darf man? Man darf. Sie haben gar nichts zu sagen. Kommen Sie herein, Herr Kommissar. Ihrem Herrn Sohn scheint es sehr gut zu gehen. Ja? Aber bitte nicht zu lange. Nein, nein, ganz kurz nur. Wie geht's dir denn, mein Junge? Es geht schon wieder, Paps. Ja? Der Doktor hat die Kugel rausgepult. Du, in ein paar Tagen bin ich wieder okay. Ja? Na, hoffentlich. Ach du Junge, tu das nie wieder. Also, du kannst dir ja gar nicht vorstellen, was ich, wie du, also wie du da in die Kugel eingelaufen bist. Da. Also. Guten Tag. Na, wie geht's denn unserem Helden? Naja, also eine Heldentat war es ja nun gerade nicht. Na, das meinte ich eigentlich weniger. Ich dachte vielmehr an die Entlarvung des falschen Giesel. Darf ich Ihnen den Dank meiner Dienststelle aussprechen? Wie geht's, Giesel? Auch wieder ganz gut. Er ist operiert worden. Hat er gestanden? Ja. Er hatte den Auftrag, die Konstruktion unserer Katapultanlagen weiterzuleiten. Und wie ist Binger umgekommen? Binger hat Giesel beim Fotografieren erwischt. Und darauf hat Giesel Binger niedergeschlagen und in den Silo geworfen. Also Mord. Aber sag mal, dieser Meier, dieser Werkstattschreiber, Dieser Volltrottel, der hat Binger überhaupt nicht gesehen. Giesel hat im Nebenzimmer ein Selbstgespräch geführt. Hat so getan, als ob er mit Binger spricht. Und das hat Meier gehört und hat geglaubt, dass das Binger war. Sag mal, und was ist... Aber Junge, aber jetzt keine Fragen mehr. Komm, komm. Ist schon gut, Papst. Ich hab dir noch ein bisschen Obst mitgebracht. Die isst du doch so gerne. Dank dir. So, also nun, Junge... Nun werd schnell wieder gesund. Hm? Du, Paps, sag mal, wie kommst du mit Herrn Schmidt klar? Gar nicht, ich fahre mit der Straßenbahn. So, so? Mhm. Du, dann würde ich mich aber bei der Direktion beschweren. Warum? Na, weil da alles so ölig ist, Paps, oder? Werd schnell gesund, mein Junge. Und schon sind wir beim zweiten Fall von Kommissar Zufall. Exklusiv bei Hör mal zu. Ja, ich bin's. Alles erledigt. Ja, programmgemäß. Nein. Sie können sich darauf verlassen. Es sieht wie ein Unfall aus. In Ordnung. Ja. Was ist mit dem Geld? Also gut. 2 Uhr vor Charlies Bar. Ich finde, du solltest dir Helga ein bisschen besser erzählen, mein Junge. Na was denn? Noch haben wir die Hausarbeit selbst geschafft. Deck doch bitte mal einen Tisch. Wenn man eine Frau zu viel in die internen Dinge eines Haushalts einweiht, dann kommt das fast einem Heiratsantrag gleich. Na und? Wäre das schlecht? Ich finde, Helga ist doch ein reizendes Mädel. Könnte ich mir als Schwiegertochter sehr gut vorstellen. Einen armen Kandidaten der Jurisprudenz willst du zur Ehe bewegen? Aber Paps, wovon soll ich denn die Familie ernähren? Na ja, aber schließlich bin ich auch noch da, ne? Ja, das ist eine gute Idee. Kenn ich sie? Wen? Na, die Frau, die du heiraten willst. Kommst du noch die Idee? Hast du eben selber gesagt? Schließlich bin ich auch noch da. Oder habe ich mich da verhört? Halunke. Na also. Ach, du meine Güte. Also du, komm, das kann man nicht ansehen, wie du da rumfummelst. Komm mal her. Ungeschickt lässt grüßen. Das macht man so, mein Junge. Wer Arbeit kennt und danach rennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Ungeschickt lässt grüßen. Wir kommen jetzt noch. Das werden wir gleich wissen. Das Pflaster liegt in der Tischschublade. So was Dummes. Guten Abend, Frau. Mein Name ist Bram. Was kann ich für Sie tun? Ich bin Corinna Buchmann. Der Name wird Ihnen sicherlich nichts sagen. Ich möchte Sie um Ihre Hilfe bitten. Helga wohnt mit mir im gleichen Haus. Sie gab mir den Rat, hierher zu kommen. Ja, darf ich bitten, Frau? Komm bitte, lass mich weg. Ja. Ja, bitte. Es handelt sich um meinen Bruder. Er ist vor 8 Tagen tödlich verunglückt. Jedenfalls lautet das Ergebnis der Untersuchung so. Ah, und diesem Ergebnis trauen Sie nicht, wenn ich Sie recht verstehe. Nein, deshalb bin ich hier. Ihre Kollegen haben meine Bedenken nicht geteilt, Herr Brahm. Sie sagten, es wäre einwandfrei ein Unfall. Und wie ist Ihr Bruder umgekommen? Er wurde überfahren. Der Fahrer ist flüchtig.
Als ihn zwei LKW-Fahrer fanden, war es bereits zu spät. Und Sie zweifeln daran, dass es ein Unfall war? Ja. Ich glaube, dass mein Bruder ermordet wurde. Wie kommen Sie darauf? Mein Bruder war Journalist, Reporter beim Nachtkurier. Insbesondere beschäftigte er sich mit Verkehrsfragen. So ungefähr vor 3 Wochen, da kam er ziemlich aufgeregt nach Hause und erzählte mir, dass er einen dicken Fisch an der Angel habe. Von da an war er sehr oft und spät nachts unterwegs. Am Tage seines Todes hatte er eine Verabredung gegen 23 Uhr, etwas außerhalb der Stadt. Wo, weiß ich nicht. Als er ging, sagte er noch, heute wird der Fisch an Land gezogen. Von dieser Verabredung kam er nicht mehr zurück. Was war denn das für ein Fisch, von dem Ihr Bruder sprach? Er hat zugegeben, die Geschichte ist etwas merkwürdig, aber bei Reportern doch durchaus üblich. Für die sind doch alles dicke Fische. Ob es sich um den geheimen Aufenthalt prominenter Leute handelt oder ob es um gefährlichere Dinge geht. Worauf begründet sich denn Ihr Verdacht, Frau Buchmann? Mein Bruder wurde auf einer Landstraße überfahren, auf der rechten Fahrbahn. Ja, und was ist daran verdächtig? Ja, weil mein Bruder Verkehrsexperte war und nie und nimmer auf einer Landstraße auf der rechten Fahrbahn gegangen wäre, sondern auf der linken, so wie es sich gehört, dem Verkehr entgegen. Und Sie meinen, es gibt keinen Grund, weshalb Ihr Bruder einmal gegen diese Regel hätte verstoßen können? Nein, er war ja allein. Zumindest ist er allein gefunden worden. Wie hat man denn festgestellt, dass es die rechte Fahrbahn war? Die LKW-Fahrer haben ihn auf ihrer Fahrbahn gefunden. Auf ihrer Fahrbahn, ja. Wenn Ihr Bruder aber von der Verabredung kam, dann war das doch für ihn die linke Fahrbahnseite. Gut, dass Sie diese Möglichkeit gefunden haben. Ja, in diesem Fall wäre ja mein Bruder von vorne überfahren worden. Ja, der Fahrer müsste ihn doch gesehen haben. Beziehungsweise mein Bruder würde ausgewichen sein, als der Wagen auf ihn zukam. Deswegen geht man doch dem Verkehr entgegen. Ja, dann war es ja erst recht Mord. Tag, Chef. Danke. Hier ist die Sache Buchmann. Mit der besten Empfehlung von Kommissar Oberreiter und dem Hinweis, dass der Vorgang bereits abgeschlossen sei. Aha. Hat mir eine Stunde lang den Fall auseinanderklamüsert, damit ich Ihnen alles erklären kann. Na, dann erklären Sie mal. Ja, also hier ist die Unfallskizze und im Unfallbericht heißt es, Fundort rechte Straßenseite, 50 Meter nördlich, Kilometerstein 9, Landstraße nach Königstein. Und der Obduktionsbefund, Anprallverletzung, hintere Körperseite, Bruch der Wirbelsäule und des Genicks. Der Mann ist einwandfrei auf der rechten Straßenseite gehend von rückwärts überfahren worden. Mein eigenes Verschulden ist nicht ausgeschlossen, da er dem Verkehr nicht entgegengegangen ist und somit die Gefahr nicht erkennen konnte, beziehungsweise hier ausweichen konnte. Das hört sich ja sehr bestimmt an. Ja, sind ja auch Oberreiters Worte. Na schön, ich nehme die Akte mit nach Hause. Also Schiff, was wollen Sie eigentlich mit diesem alten Hut? Na, ich will nichts damit. Aber Peter, er braucht Studienmaterial. Wozu? Über die Arbeit des Verkehrsunfallkommandos. Ach so. Na, wo ist denn unser Nachwuchs? Auf der Uni, irgendeine Fakultätsgeschichte. Kommen Sie, Herr Brahm, Herr Eckert hat jetzt Zeit für Sie. Danke. Na, noch nicht Feierabend? Ja, bitte. Herr Brahm. Guten Abend, Herr Eckert. Na, lassen Sie sich ansehen. Also das ist aus dem kleinen Peter Brahm geworden. Alle Achtung. Das hätte ich dem Eulen Brahm nicht zugetraut. Na, setz dich, mein Junge. Danke. Tja, eigentlich müsste ich deinem Herrn Vater böse sein. Ich kenne nämlich nur ein Bild von dir, bitte, und da warst du noch so eine Krabbe. Herr Eckert. Na, was, Herr Eckert? Sag mal, du hast sie wohl nicht alle, mein Junge. Dein Vater und ich, wir sind alte Freunde und da will der Junge mich sitzen. Sag doch einfach Theo zu mir. Danke, Theo. Ja, um auf das Thema zu kommen. Dein Vater hat mich heute angerufen und mir die Geschichte von Buchmann erzählt. Schade um Buchmann. War ein sehr begabter Mann und ein netter Kollege noch dazu. Womit hat sich Buchmann in der letzten Zeit beschäftigt? Was hat er mit dem dicken Fisch gemeint? Na, viele Fragen auf einmal, aber ich kann euch nicht helfen. Wieso? Na, weil ich über Buchmanns dicken Fisch nicht informiert bin. Wir haben auch seinen Schreibtisch durchsucht, aber nichts. Keine Notizen, keine Aufzeichnungen, nichts. Und was wissen seine Kollegen? Na, das ist es ja. Nichts. Kein Mensch weiß, an welcher Sache Buchmann dran war. Wissen es nicht? Oder wollen es nicht wissen? Sieh mal an. Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Sag mal, hast du Zeit? Wie meinen Sie das?
Wie meinst du das? Ich möchte dir einen Job geben. Aber ich hospitiere doch bei Vater. Naja, ihr wollt doch den Fall Buchmann vornehmen. Gut, ich spiele mit. Buchmann war ein feiner Kerl und andererseits könnte, wenn Corinna recht hat, eine interessante Story rausspringen. Na, ich weiß, das klingt etwas brutal, aber du musst verstehen, ich verdiene mein Geld mit der Zeitung. Tja, und was soll ich tun? Den Posten Buchmanns einnehmen und so tun, als ob du weißt, woran Buchmann gearbeitet hat. Auf den Einstand, Peter. Auf unser jüngstes Redaktionsmitglied. Auf die Neuentdeckung des Nachtkuriers. Schön, dich hier zu sehen. Ich meine, ich wollte sagen, herzlich willkommen. Aber Lieschen, such dir bloß bald mal einen Satz aus, wo nicht so viele S drin vorkommen. Ach wie, immer müssen Sie mich aufziehen. Prost allerseits. Prost. Prost. Na, was ist mit dir? Noch ein? Eigentlich müsste ich ein Diagramm sein. Ich hatte mich schon lange auf diesen Job gespitzt. Nein, Tommel, Peter ist goldrichtig. Mir gefällt er. Tja, es wird für Sie nicht leicht sein, Buchmann zu ersetzen. Ich werde mir Mühe geben. Prost. 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 Ja, da komm nur rein, du Nachtschwärmer. Was ist denn nun passiert? Nein. Ach, du grüne Neune. Ja, ja. Ich bin blau wie ein Pfeifen. Ja, das kann man wohl sagen. Herr Mansel. Ist das denn die Möglichkeit? Du, jetzt hau dich aber mal ganz schnell ins Bett. Nicht ohne Bericht erstattet zu haben. Haben einen Einstand gegeben. Weiß der Henker, wie das passiert, auf einmal drehte sich alles bumm. Mir scheint, du nimmst dein Nachtkurier-Gastspiel, was den Alkoholkonsum betrifft, ein bisschen zu ernst. Und zwar so ernst, dass du dabei deine Aufgabe vergessen hast. Ja, Paps, keine Spur. Was ich wissen wollte, habe ich erfahren. So, na, dann fasse alles in den 7 goldenen Ws zusammen und lege mir morgen früh deinen Bericht vor. Der Kommissar, jawohl, das kann gleich geschehen. Oh, nun gib nicht so an, ne? In dem Zustand wirst du wohl kaum die Ws zusammenbringen. Mach, dass du ins Bett kommst. Moment mal. Wann, wo, was, wer, wie, womit, warum? Zufrieden, Paps? Du Filou, du bist ja gar nicht betrunken. Nein, ich bin glasklar. Ich wollte nur mal sehen, ob ich echt war. Wenn du mich nicht durchschaut hast, dann haben das die anderen auch nicht getan. Ja, ich will mal was sagen, mein Junge. Als Vater muss ich dir meinen Missfallen aussprechen. Man verkohlt seinen Vater nicht, gehört sich einfach nicht. Aber als Vorgesetzter kann ich nicht umhin, dir meine Anerkennung auszusprechen. Es war, ja, muss schon sagen, es war eine reife schauspielerische Leistung. Da bleibt bloß zu hoffen, dass das Ergebnis auch so gut ist. Also, wir waren in Charlies Bar. Buchmann hat in den letzten Wochen oft dort verkehrt. Ich habe einen ziemlich großen Mund riskiert. Buchmanns dicker Fisch säße jetzt an meiner Angel und so weiter und so fort. Mal sehen, was nun passiert. Ja, aber sei vorsichtig, mein Junge. Sobald du irgendwas bemerkst, rufst du mich sofort an, verstanden? Aber na klar, Paps. Hallo, alter Trunkenbold. Ja, morgen. Na, meine Herren, ich habe noch niemand gesehen, der so ruckartig blau wird wie Sie. Großen Kater? Nicht mal eine kleine Katze. Was, na, das Rezept müssen Sie mir verraten. Also, ich fühle mich am anderen Tag immer hundsmiserabel. Na, wie wär's mit dem Kaffee? Nein, nein, danke. Ich habe noch massenhaft zu arbeiten. Na, dann nicht. Ich jedenfalls werde mir den heißen schwarzen Einfall halben. Also, tschüss dann. Und nochmals schönen Dank für den Einstand. Ah, der Kollege Kohlschmidt. Na, immer rein in die gute Stube. Ich habe meine Anstandsvisite bereits hinter mir und Klein Beate war auch schon da. Guten Morgen, Herr Brahm. Morgen, Herr Kohlschmidt. Haben Sie etwas Zeit für mich? Bitte? Was haben Sie auf dem Herzen? Tja, wissen Sie... erinnern Sie sich an unsere Unterhaltung? Gestern Abend bei Charlie? Ziemlich ungenau, ja. Sie sprachen von dem dicken Fisch, den Buchmann an der Angel hatte. Ja. Und was ist damit? Was wissen Sie davon? Genug. Warum? Sehen Sie, Sie sind auch jung in unserer Branche und ich möchte Ihnen gerne helfen, die Sache an Land zu ziehen. Es ist wirklich wie beim Angeln, eine ungeschickte Bewegung und schon ist der Fisch vom Haken. Ihre Anteilnahme ehrt Sie, Herr Kohlschmidt, aber ich denke, den Fang allein zu landen. Ich wollte mich nicht aufdrängen. So war es auch nicht gemeint, Herr Kohlschmidt, ich bitte Sie. Sehen Sie, ich bin jung. Ehrgeizig, wenn Sie wollen. Und die Sache ist todsicher. Na gut. Wenn Sie nicht mehr weiter können, dann wissen Sie ja, wo Sie mich finden.
Wir werden dem Jungen mal auf den Zahn fühlen. Sie hören von mir. Möbius! Was ist los? Besorg heute Abend eine Karre. Kann sein, dass wir sie brauchen. Geht in Ordnung. Tag, Peter. Guten Tag. Das ist der Nachfolger Buchmanns, Peter Brahm. Und das ist Herr Brautner, Mitinhaber der Firma und mein stiller Teilhaber sozusagen. Freut mich sehr. Hoffentlich sind Sie ebenso tüchtig wie Buchmann es war. Ich werde mir Mühe geben, Herr Brautner. Er ist ziemlich jung, Theo. Es gibt junge Professoren und alte Esel, Cornelius. Wenn du meinst, Theo, Sie arbeiten an einer Buchmannsache, nicht wahr? Ja, Herr Brautner. Na denn, viel Spaß. Brahm? Ja? Informationen in der Buchmannsache. Ja? Gut. Ja, ich komme. Sind Sie der Interessent für die Buchmannsache? Ja. Dann gehen Sie vor zur Toilette. Ich komme gleich nach. Wo ist er denn? Nun? Also, mein Junge, pack mal schön aus. Was weißt du von der Buchmann-Sache? Ich hab dich was gefragt! Also, was weißt du von der Buchmann-Sache? Das sehen wir wohl nicht aufhören, Herr. Theo! Jetzt bringen Sie Herrn aufs Präsidium. Ich glaube, Sie werden uns eine Menge zu erzählen haben. Darf ich bitten, ja? Was ist denn, Junge? Bist du denn auch noch? Das geht schon wieder, Paps. Wie kommst denn du hierher? Ich habe dich vom ersten Tag an beobachten lassen. Den Niederschlag konnten wir zwar nicht verhindern, aber den Wagen konnten wir leicht folgen. Du, und wenn du nochmal vergisst, mich anzurufen, wenn ich dich ausdrücklich darum bitte, du, dann ziehe ich dir mal die Hosen stramm, du Lausebengel, du. Also hören Sie zu, Verehrtester, machen Sie keine Faxen. Es ist alles umstellt. Du stellst dich dahin und den Rest machen wir. Also los, gehen Sie schon. Guten Abend, Herr Brautner. Das ist eine Überraschung, was? Besten Dank fürs Geld, na, kommen Sie schon. Was ist denn jetzt? Was erlauben Sie sich? Theo Eggert ist völlig fertig mit den Nerven. Sein Teilhaber ein Mörder. Es wird höchstens eine Stunde dauern und dann macht er Schlagzeilen daraus. Ich verstehe das alles nicht. Warum hat Brautner meinen Bruder umbringen lassen? Er hat ihm doch nichts getan. Das will ich Ihnen sagen, Frau Buhmann. Ihr Bruder war dem Brautner auf die Schliche gekommen. Er hatte nämlich rausgekriegt, woher dieser sein Vermögen hatte. Brautner war der Mittelsmann eines internationalen Waffenschmugglerringes. Und hätte Ihr Bruder darüber berichtet, dann wäre Brautner geschäftlich und moralisch erledigt gewesen. Ja, aber deshalb kann man doch nicht einfach einen Menschen umbringen lassen. Aber liebe Frau Buchmann, es sind schon Menschen in Fällen getötet worden, bei denen es um weit geringere Dinge ging. Ja, du hast recht, wir müssen los. Tut mir leid. Ja. Also, auf Wiedersehen, Frau Buchmann. Helga. Wiedersehen, Papst. Wiedersehen, mein Junge. Ja, ich werde wohl auch gehen. Ja, aber Frau Buchmann, wollen wir uns nicht doch vielleicht noch ein bisschen unterhalten? Also, ja. Ja, oder ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Ich, wenn Sie nichts dagegen haben, begleite ich Sie noch nach Hause. Ja, gerne, Herr Brahm. Schön. Kommissar Zufall. Dein Spezialzettler. Nimm doch den Revolver weg, Pedro. Ich denke nicht dran. Bleib stehen, du Feigling. Ich gebe dir alles, was du willst, Pedro, alles. Halt den Mund. Einmal hast du mich reingelegt, ein zweites Mal nicht wieder. Nicht, Pedro, nicht. Das kannst du doch nicht tun. Halt, stopp, so geht das nicht. Ich komm mal rein. Macht doch mal Licht. Och, Kinder, stellt euch doch nicht so an. Das war denn nun schon wieder nicht richtig? Du warst gut. Nur, weißt du, du musst etwas mehr Härte in die Stimme legen. Du warst auch gut. Ja, alles war gut. Nur stirbst du falsch. Ich meine, du bist glänzend gestorben. Optisch, verstehst du, optisch. Aber hier stirbt man akustisch, also hörbar.
Pass auf, ich mach dir das mal vor. Mach mal Peng. Was soll ich machen? Na, Peng, Mensch, Peng, Peng. Verstehe. Peng! Ach, jetzt doch noch nicht. So, jetzt. Peng! Hast du verstanden, was ich meine? Kapiert. Und immer schön zum Mikrofon hin sterben, mein Junge. Ja, immer schön zum Mikrofon hin. So, das machen wir nochmal und wir schneiden gleich mit. Und der Peterlein, tu mir einen Gefallen, ja? Wenn Gerd sagt, das kannst du doch nicht tun, dann zähl im Stillen eins, zwei, erst dann schießen. Wenn das Ding nicht funktioniert, kann ich sonst nicht schneiden. Requisite! Muss ich denn an alles denken? Requisite! Komm gleich. Komm, gib das Ding her. Ehe Schimanski sich bequemt, lade ich das Ding gleich selber. Requisite! Requisite! Mensch, du, der Alte ist ja wieder mächtig nervös. Ist da immer. Nein, jetzt nicht. Wir haben gleich Aufnahme. Wecker ist sowieso schon so nervös. Das interessiert mich nicht. Als Requisiteur haben Sie da zu sein, wenn man Sie braucht, Schimanski. Merken Sie sich das. Also, zieh auf. Ich höre euch wieder. Licht aus. So, Herr Schumann, die müssen wieder voll. Wir hätten ruhig weiterballern können. Waren doch noch vier Schuss drin. Halten Sie keine Volksreden, Schimanski. Also, wir können. Ruhe bitte. Bitte. Nimm doch den Revolver weg, Petro. Ich denke nicht daran. Bleib stehen, du Feigling. Ich gebe dir alles, was du willst. Alles, Petro. Halt den Mund. Einmal hast du mich eingelegt, ein zweites Mal nicht wieder. Bleib, Petro, nicht. Das kannst du doch nicht tun. Aus! Verdammt nochmal, Gerd! Ich hab gesagt, aufs Mikrofon zu! Wo bleibt das Stöhnen? Ich höre nichts! Stirb gefälligst so, wie ich es dir vorgemacht habe. Also das Ganze nochmal. Er blutet! Pauli blutet! Meine Herrschaften, Sie wissen alle, was geschehen ist. Gerd Pauli ist hier in diesem Studio erschossen worden. Kommen Sie bitte mit, Herr Schumann. Ja. Nun schildern Sie uns mal, was geschehen ist. Da ist nicht viel zu schildern. Ich habe Gerd Pauli erschossen. Allerdings ohne es zu wollen. Sie geben also zu, Pauli getötet zu haben? Ich habe den Revolver abgedrückt. Haben Sie gezielt? Das muss ich wohl, sonst hätte ich ja nicht getroffen. Haben Sie den Revolver geladen? Nein, ich habe sie beide Male von Herrn Schimanski bekommen. Und Sie haben sich auch nicht davon überzeugt, ob die Waffe mit Platzpatronen oder scharfer Munition geladen war? Nein. Wie standen Sie zu Pauli? Wir waren Kollegen. Und Ihr persönliches Verhältnis? Wir kannten uns nur flüchtig. Ist das die Waffe, mit der Sie geschossen haben? Kann ich mal raus, mir wird übel. Ja, bitte, Herr Schumann, Sie können gehen. Ich habe heute sowieso keine weiteren Fragen an Sie. Danke. Aber halten Sie sich zu unserer Verfügung. Ich weiß. Komischer Kauz, hein? Was halten Sie von ihm, Chef? Ja, Moment. Ja, ich habe den Eindruck, der ist sich noch gar nicht richtig darüber klar, was eigentlich passiert ist. Der Schock dürfte morgen erst eintreten. Haben Sie geklopft? Ja. Komme ich jetzt endlich dran? Ich weiß gar nicht, warum ich so lange warten muss. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das festzustellen sind wir hier, gnädige Frau. Darf ich bitten? Herr Lenz? Ja, Chef? Danke. Da sagt man immer, Polizisten seien so sachlich, so förmlich. Die Frau, wollen Sie bitte Platz nehmen, ja? Es gibt eben doch noch Kavaliere. Sie heißen Edith Clemens? Ja. Ist das Ihr richtiger Name? Mein Künstlername natürlich. Mhm. Darf ich um den richtigen Vor- und Zunamen bitten? Emma Mehlhose. Geboren? 1.3.37, Töpchen Schönau. Beruf Schauspielerin, wohnhaft zurzeit in der Kaiser-Wilhelm-Allee Nummer 7. Ich bin dreimal geimpft, mit Erfolg. Ich habe ein Freischwimmerzeugnis. Ach ja, Sie haben gut lachen. Was soll denn das Ganze? Ich habe doch gar nichts verbrochen. Und warum schreibt dieser Jüngling da alles auf? Das sind leidige, aber leider notwendige Formalitäten. Kannten Sie den Toten? Nein. Ja, aber nur so als Kollege. Wo waren Sie, als der Schuss fiel? In der Kantine. Hatte Pauli Feinde? Woher soll ich das wissen? Na, ich denke, Sie kannten ihn. Aber doch nicht so. Ich meine, privat. Naja, so war das auch wieder nicht gemeint, ne Frau. Allerdings hört man ja eine ganze Menge. Was haben Sie gehört? Nun, Weibergeschichten. Ich meine, er hatte viele Freundinnen. Ach, auf einmal? Ach, Herr Lenz. Ja, ich glaube, das genügt. Sie können jetzt gehen. Ach, war das alles? Wieso? Haben Sie uns noch etwas zu sagen?
Nein, nein, ich meine nur, weil es so kurz war. Wenn wir noch Fragen haben sollten, dann melden wir uns. Ich stehe Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Reizend. Ihr schon? Auf Wiedersehen. Ach, Verzeihung, gnädige Frau. Ich habe doch noch eine Frage. Ja? Haben Sie eine Ahnung oder einen Verdacht, wer Pauli ermordet haben könnte? Ich? Nein, nein, ich weiß nichts. Ich fress einen Besen, wenn nicht eine der von Pauli verlassenen Schönen, Edith Clemens, heißt. Emma Mehlhose, wollten Sie sagen, verehrter Kollege. Peter, hol bitte Herrn Becker in den Regieraum. Ja. Tja, da sitzen Sie nun wie die Klippschüler. Und einer von Ihnen ist der Mörder. Seien Sie nicht voreilig, Lenz, noch wissen wir zu wenig. Aber doch so viel, dass Sie da drin die Einzigen sind, die bei dem Mord anwesend waren. Den Schützen kennen wir. Fehlt uns nur die Person, die Munition vertauscht hat. Na, die zu finden dürfte nicht zu schwer sein. Denn die Waffe haben ja nur drei Menschen in der Hand gehabt. Schumann, Schimanski und Becker. Wenn das Ding reden könnte, hätten wir es verdammt einfach. Was? Herr Becker, es ist ein entsetzlicher Kommissar. Einer unserer Begabtesten, aber immer trifft es die Besten. Bitte setzen Sie sich, Herr Becker. Sie sind der Regisseur des Hörspiels? Ja, übrigens ein großartiges Stück. Amazonas-Story von C.M. Charland. Haben Sie schon mal den Revolver abgenommen? Was heißt abgenommen? Ich muss den neu laden lassen. Wieso? Nach der ersten Aufnahme waren doch nur 4 Schuss in der Trommel. Ich wollte bei der zweiten Aufnahme auf Nummer sicher gehen. Nun erzählen Sie mal, was Sie gemacht haben, nachdem Sie Schumann die Waffe abgenommen haben. Ich bin rausgegangen, dann habe ich Schimanski den Revolver gebracht und der hat ihn dann geladen. Ja, und dann? Dann hat Schimanski den Revolver wieder ins Studio gebracht. Wie gut kannten Sie Pauli? Oh, wir waren sehr befreundet. Gerd und ich, wir kannten uns schon seit Jahren. Was war Pauli für ein Mensch? Gerd Pauli war ein begnadeter Künstler. Ein sehr zuvorkommender, liebenswürdiger Mensch. Mhm. Können Sie sich vorstellen, dass Pauli Feinde hatte? Nein, niemals. Soweit ich das beurteilen kann. Gut, Herr Becker, Sie können jetzt nach Hause gehen. Falls sich noch Fragen ergeben sollten. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Schicken Sie uns bitte Herrn Schimanski ein. Wenn der so Regie führt, wie der spricht, das muss ein schöner Käse werden. Also bei Schumann bin ich mir nicht im Klaren. Ist es ihm nun wirklich schlecht geworden, als er den Revolver wieder sah, oder war es nur Theater? Das weiß man bei Schauspielern nie. Becker schwärmt in den höchsten Tönen. Jetzt bin ich gespannt, was Schimanski zu sagen hat. Sie wollten mich sprechen? Ja, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie sind der Requisiteur? Ja. Kennen Sie diesen Revolver? Ja. Wo haben Sie ihn her? Geliehen. Wo? Im Waffengeschäft Rollhagen. Aber Sie haben doch genug Platzpatronenrevolver in Ihrem Fundus. Warum haben Sie eine scharfe Waffe besorgt? Kennen Sie Becker? Sie meinen den Regisseur? Ja, das ist doch ein Irrer. Wenn bei dem eine Szene im Wasser spielt, dann steckt er die Schauspieler in die Badewanne. Ich habe ihm eine ganze Sammlung von Pistolen und Revolvern vorgelegt. Aber nein, er hat auf einer scharfen bestanden, von wegen Realität. Verstehen Sie? Haben Sie die Waffe geladen? Ja, das erste Mal, ja. Und vor dem tödlichen Schuss? Becker, Ich war gerade im Requisitenraum, da kommt er angetobt, nicht? Stocksauer, weil ich nicht im Studio war, so ein Blödsinn, nicht? Dabei hatte ich die Pistole mit 6 Platzpatronen geladen, nicht? Das hätte für 3 Aufnahmen gereicht. Und das Nachladen hat Becker besorgt? Ja, er hat mich ja gar nicht zu Wort kommen lassen. Hat mich angeschrien, alles muss man allein machen. Und dann ist er zur Munitionskiste gegangen und hat nachgeladen. Haben Sie auch scharfe Munition in Ihrem Bestand? Ja, ja, aber nicht für dieses Kaliber. Konnten Sie sehen, wie Becker den Revolver geladen hat? Nein, das konnte ich nicht sehen. Der stand ja mit dem Rücken zur Munitionskiste. Zu mir. Aber Sie haben Schumann die Waffe gebracht? Ja. Haben Sie nochmals die Trommel kontrolliert, ob alle Kammern mit Platzpatronen geladen waren? Wozu denn? War ja gar nicht nötig. Es gab ja gar keine scharfe Munition für die Waffe. Sagen Sie, Herr Schimanski, in welchem Verhältnis stand Becker zu Pauli? Darüber möchte ich lieber nicht reden. Warum? Ich mische mich nicht gerne in die Angelegenheiten von anderen Leuten. Nun ja, Herr Schimanski, ich kann Sie nicht zwingen zu reden, aber es wäre besser, wenn Sie sagen würden, was Sie wissen. Ja, was genau ist, weiß ich nicht, aber mir scheint, irgendwie war der Becker abhängig von Pauli. Was war Pauli für ein Mensch? Mensch, ein Strolch war das, ein ganz gewissenloser Strolch, ein Angeber, ein Weiberheld. Fragen Sie doch die anderen, die können Sie ihn bestätigen. Nee, und denen ist es nicht schade. Moin, Schwarz. Moin, Paul. Das ist ein Ding, wa? Was? Na, der Mord an Pauli? Ach so, steht ja groß und breit in der Morgenzeitung. Was meinst du, wer es war? Keine Ahnung. Na, das wird die Polizei schon rausfinden. Ja, endlich. Was soll denn das heißen? Kommen wir vielleicht zu spät? Nein, das nicht. Aber die Lüftungsklappe klemmt und wir haben bald Aufnahme. Paul, sieh doch mal nach, was da los ist. Was hast du denn gegen frische Luft? Nichts, aber die Straßengeräusche stören. Welche Klappe ist es? Die zweite rechts oben. Bin ich Tarzan?
Soll ich am Vorhang hochklettern? Da komme ich doch gar nicht ran. Das wird ja wohl noch eine Leiter geben. Ja, aber die ist kaputt. Zwei Sprossen sind durchgebrochen. Donnerwetter nochmal, dann lass sie doch reparieren. Ja, das wird aber eine Weile dauern. Jetzt will ich dir mal was sagen. Bei der Aufnahme ist die Lüftungsklappe zu. Wie du das machst, ist mir piepegal. Je mehr wir uns mit Paulis Leben beschäftigen, desto mehr Leute finden wir, die ein Motiv gehabt hätten, ihn umzubringen. Scheint ja sauberes Früchtchen gewesen zu sein, dieser Knabe Pauli. Aber leider bleibt die Tatsache bestehen, dass nur drei Leute diesen Revolver in der Hand gehabt haben. Wie die Schießversuche ergeben haben, stammt das Projektil einwandfrei aus diesem Revolver. Ja. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, ein Herr Becker ist da. Ja, bitte, soll reinkommen. Bitte. Guten Tag allerseits. Ja. Herr Kommissar, Sie wollten mich sprechen? Allerdings eine sehr ungünstige Zeit. Ich bin mitten in Proben. Nun, was gibt's? Haben Sie schon eine Spur? Bitte setzen Sie sich. Was haben Sie denn? Warum gucken Sie mich so an? Sie haben uns angelogen. Ich? Ja, Sie, Herr Becker. Sie haben vor dem tödlichen Schuss auf Pauli die Waffe geladen. Nein. Doch. Und zwar mit scharfer Munition. Das ist nicht wahr. Herr Becker, Sie haben ausdrücklich eine scharfe Waffe bestellt, obwohl genügend Schreckschusspistolen vorhanden waren. Sie haben darauf bestanden, dass der Revolver nachgeladen wird, obwohl noch vier Patronen in der Trommel waren. Sie haben uns erzählt, Schimanski hätte die Waffe geladen. In Wirklichkeit haben Sie es selbst getan. Was für eine Erklärung haben Sie dafür? Ich hatte Angst. Ich wollte nicht mit reingezogen werden. Aber ich habe es nicht getan. Ich habe keine scharfe Munition geladen. Warum sollte ich auch? Gerd und ich waren Freunde. So. Und deshalb hat er Ihnen auch die 5000 Mark geliehen, die übermorgen fällig wären. Er hätte sie pünktlich wiederbekommen. Ach, sieh mal an. Sie sind doch verschuldet wie ein Gardemajor. Soll ich Ihnen mal die Liste der Leute vorlesen, die von Ihnen noch Geld bekommen? Woher wollten Sie denn die 5000 Ämchen nehmen? Ich hätte sie mir schon besorgt. Tja, Herr Becker, so wie die Dinge liegen, sieht es nicht sehr gut für Sie aus. Soll das etwa heißen? Leider ja. Ich muss Sie bitten, zunächst unser Gast zu sein. Peter? Aber ich bin unschuldig. Das hoffe ich auch, in Ihrem eigenen Interesse. Aber das können Sie doch nicht machen. Meine Arbeit, meine Proben. Es tut mir leid, Herr Becker, ich muss Sie vorläufig festnehmen. Kommen Sie. Ich beuge mich der Gewalt. Was Sie an mir begehen, wird seine Folgen haben. Das ist ein glatter Justizmord. Tja. Was nun, Chef? Tja. Nun warte ich auf den Obduktionsbefund. Herr Schumann, ich habe Sie herkommen lassen, weil ich noch etwas klären möchte. Es gibt da nämlich einen Widerspruch zwischen Ihrer Aussage und dem Obduktionsbefund. Ich habe die Wahrheit gesagt, Herr Kommissar. Naja, das wird sich herausstellen. Bitte stellen Sie sich jetzt an den Platz, an dem Sie gestanden haben, als Sie den Schuss abfeuerten. Ja. War das hier? Ja. Mein Sohn wird jetzt den Platz Paulis einnehmen. Bitte korrigieren Sie ihn, wenn er nicht richtig steht. Ja. Bisschen mehr rechts, bitte. Nicht so seitlich, genau in Front zu mir. Gut so. Fertig, Herr Kommissar. Die Waffe? Und nun tun Sie bitte genau das, was Sie gestern auch getan haben. Zielen Sie wie gestern auf Pauli. Danke, Herr Schumann. War das alles? Mehr brauchte ich nicht zu sehen, um zu wissen, dass Sie Pauli nicht erschossen haben. Peter, eine Trage. Haben Sie sich ernsthaft verletzt? Ich glaube nicht. Ich kann nur mein Knie nicht bewegen. Wo haben Sie denn das Ding her? Es lag oben in der Lüftungsklappe. Als der Kuckuck wieder dahin kommt. Also so viel Dämlichkeit auf einmal gibt's ja wohl nicht. Nagelt das Rind wie zwei Leisten über die Holme. Du solltest die Leiter zur Tischlerei bringen und neue Sprossen einsetzen lassen, habe ich dir gesagt. Wollt doch nur die Lüftungsklappe. Ach, halt den Mund. Tja, Pauli, so ist das. Wer den Schaden hat, braucht für ihn nicht erst zu sorgen. Komm, fass mal an. Nein, erst das Bein schienen. Hol mal eine Leiste. Warum vernehmen wir den Arbeiter nicht? Ich glaube, das wird nicht mehr nötig sein. Diesmal übertreiben Sie aber wirklich, Chef. Ja? Lassen Sie endlich die Katze aus dem Sack. Eine Sekunde, Lenz, verderben Sie mir den Spaß nicht. Ich habe mir nicht umsonst die ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Peter, komm mal her. Ja? Wie der Obduktionsbefund aussagt, traf die tödliche Kugel Pauli neben der linken Brustwarze, sie durchschlug das Herz und trat unterhalb der rechten Achselhöhle wieder aus. Das beweist was? Ein von vorne links nach hinten rechts verlaufender Schusskanal. Richtig. Und wo stand Schumann? Schumann stand hier. Ein unter diesen Umständen abgegebener Schuss hätte den Körper Paulis gerade durchschlagen. Verfolgen wir nun den Schusskanal rückwärts, so kommen wir automatisch zum Standort des Schützen. Donnerwetter. Der schalltote Raum hinter dem Bühnenvorhang. Genau. Entschuldige, aber die Schießsachverständigen haben einwandfrei den Revolver von Herrn Schumann als Tatwaffe identifiziert. Ja, das stimmt auch. Aber die Kugel, die wies Ölspuren auf.
Und nach zwei abgefeuerten Platzpatronen hätte sie Pulverschmauch aufweisen müssen. Schlussfolgerung? Es gibt zwei Waffen. Und das sind sie. Und damit fällt unsere bisherige Theorie wie ein Kartenhaus zusammen. Aber die Fingerabdrücke? Ja, vermutlich trug der Täter Handschuhe. Meine Theorie ist folgende. Nach dem tödlichen Schuss stürzte alles ins Studio. Und dabei tauschte der Mörder die Waffe um. Herr Schumann ging, als er sah, dass Pauli tot war, zum Tisch zurück, nahm die Waffe wieder in die Hand, öffnete die Trommel und stellte erstaunt fest, es waren alles Platzpatronen und eine leere Hülse. Stimmt das, Herr Schumann? Stimmt. So war es. Haben Sie das Waffengeschäft Rollhagen schon befragt? Ja. Die entliehene Waffe war auch ein 38er Colt-Revolver, genau wie die Tatwaffe. Nur die Nummern werden natürlich verschieden. Ja. Das ist die Leihwaffe. Dann hat also der Täter die von Schimanski entliehene Waffe an sich genommen und später im Lüftungsschacht versteckt. Rekapitulieren wir. Becker und der Tonmeister waren im Regieraum. Schumann und Pauli waren hier im Studio. Die anderen Schauspieler waren in der Kantine und im Vorraum. Es bleibt also nur eine einzige Möglichkeit. Kann ich bitte Herrn Schimanski sprechen? Mein Vater ist nicht da. Wo ist er? Er ist unten im Lokal. Dankeschön. Schimanski? Das ist aber schnell gegangen, Herr Kommissar. Alle Achtung. Ja, von mir aus können wir. Warum haben Sie das getan? Warum? Weil das verdient hat. Meine Tochter hat er verführt. Die kriegt jetzt ein Kind. Wir haben gefragt, wegen Heirat. Wissen Sie, was er gesagt hat, das Schwein? So ein Mädchen könnte er nicht heiraten, das nicht mehr. Herr Renz? Ja. Kommen Sie, Herr Schimanski. Steht das, GW, heute wieder neu? Geheimnis im Studiomod, der Todesschütze nicht der Mörder. Hm? Wie der am Tatort verunglückte Paul Meyer aussagt, ist Peter Schumann nicht der Mörder des Schauspielers Gerd Pauli. Wer ist denn Paul Meyer? Woher weiß denn der Knabe das? Aber du, das ist doch der sich seine Leiter selbst repariert und dann mit seiner Ersatzsprosse zu Boden kämpft. Wie kommt er dazu, ein Interview zu geben? Na, wenn er aus Faulheit und Leichtsinn seine Knochen riskiert, warum soll er nicht aus Dummheit eine Lippe riskieren? Nach einem Mord im Studio muss sich unser Ermittler jetzt auch noch mit Telefonterror befassen. Guten Tag, gnädige Frau. Sie? Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Ich habe Ihnen doch nichts getan. Ich will doch nur wissen, wie es Ihnen geht. Und dem Konsul. Grüßen Sie ihn bitte von mir. Sagen Sie ihm, sein Gewissen hätte angerufen. Harald, hör auf, unserem Personal dauernd Komplimente zu machen. Oder willst du Monika abwerben? Wenn Sie jetzt was sagen, Harald, verlasse ich den Saal. Aber Inge... Kein Wort. Ihre schwarze Seele kenne ich. Na, sag mal, will denn keiner von euch rangehen? Ja. Monika. Herr Konsul? Nehmen Sie doch das Gespräch entgegen. Frau Direktor Kaminski, gnädige Frau. Geben Sie her, Monika. Hallo. Gisela Schätzlein, wie geht es dir? Wann kommt er denn mal wieder zu uns? Ja? Auch herzliche Grüße an Bruno. Was ist hier eigentlich los? Was soll denn los sein, Harald? Nichts. Verkohlen kann ich mich auch alleine. Friedrich, ihr habt doch etwas. So war es doch nicht gemeint, Harald. Du solltest es Harald erzählen. Schließlich ist er dein Anwalt. Wir können doch Harald nicht mit solch einer Lappalie belästigen. Lappalie? Um dich zu erschrecken, braucht es schon mehr als eine Lappalie, Friedrich. Und ob du mich belästigst oder nicht, muss ich doch besser beurteilen können. Also gut. Seit... 8 Tagen ungefähr, werden wir von einem anonymen Anrufer belästigt. Erpressung? Nein, nichts. Auch keine anderweitigen Forderungen. Ich halte diesen Kerl für einen harmlosen Irren, aber auf die Dauer geht's einem doch auf die Nerven. Weiß Gott. Was sagt er denn so im Allgemeinen? Er meldet sich als mein besseres Ich oder als mein Gewissen. Wünscht mir mit merkwürdigem Unterton eine angenehme Nachtruhe und faselt was von ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen oder so. Hast du einen Verdacht? Nein. Was hast du bis jetzt unternommen? Ich habe ihm Geld angeboten, damit er uns in Ruhe lässt. Und? Er hat mich ausgelacht und dann aufgelegt. Das heißt, Moment, nein. Vorher sagt er noch, ich solle lieber an unseren Jungen, an Peter denken. Die Sache gefällt mir nicht. Wir sollten die Polizei einschalten. Unmöglich, das kann ich mir doch nicht erlauben.
Die Revolverpresse würde Kopf stehen. Nein, nein, Harald, ich finde schon einen Weg. Verlass dich drauf. Und vielleicht wird's dem Kerl auf die Dauer auch langweilig. Das glaube ich nicht. Da steckt eine ganz bestimmte Absicht dahinter. Hör auf mich, Friedrich. Geh zur Polizei. Ich rufe morgen früh Dr. Hallert, den Polizeipräsidenten, an. Wir sind gut bekannt. Er wird dir die nötige Diskretion zusichern. Also gut. Wenn du mir garantierst, dass es kein Aufsehen gibt, dann melde mich beim Polizeipräsidenten an. Zum Donnerwetter. Wo ist denn bloß das Gutachten von dem Schießexperten hingekommen? In welcher Sache? Nein, der Mordsache Kowalski. Ja, das hab doch ich. Ja, sag mal, du kannst mir doch nicht einfach hier... Papst, nimm Rücksicht auf deine Galle, ja? Sprich gar nicht erst weiter. Das Gutachten hast du mir doch vorgestern selbst gegeben, als Studienmaterial. Ich soll doch schriftlich dazu Stellung nehmen. Das kannst du ja gleich sagen. Lässt einen alten Mann hier stundenlang suchen. Ja, gut, in Ordnung. Ja, sollte ich Fragen haben, wende ich mich nur an Sie. Schön. Gut, ich erwarte. Ja. Auf Wiedersehen, Herr Präsident. Was ist denn nun los? Der Alte hat mir eine Sonderaufgabe übertragen, über die ich nicht sprechen darf. Und der Herr, um den es sich dreht, der ist auf dem Weg zu mir. Ja, tut mir leid, Peter, aber ich muss dich bitten, im Vorzimmer zu warten. Denn es darf niemand bei der Besprechung dabei sein. Sag mal, das geht ja zu wie beim Geheimdienst. Und da sollte ein hoffnungsvoller Nachwuchs nun was lernen können. Wer ist es denn? Dienstgeheimnis. Vergessen Sie bitte nie, dass Sie hier nur ein geduldeter Zivilist sind, Herr Brahm. Meine akademische Bildung verbietet es mir, Ihnen darauf eine passende Antwort zu geben, Herr Brahm. Mami, Mami! Wo brennt's denn, Peter? Woher weißt du das, Mami? Was? Na, dass es brennt. Wir wollen doch das Lagerfeuer erst anstecken. Aber Junge, das ist doch nur so eine Redensart, wenn es jemand eilig hat. Gibst du mir Streichhölzer, Mami? Tja, wo willst du denn das Lagerfeuer anzünden? Na, auf dem Platz, da den Papi gebaut hat. Im Garten, du weißt doch, vor meinem Indianerwigwam. Aha. Ach, um Himmels Willen, Peter, wonach riechst du denn? Wir haben Friseur gespielt, aber jetzt sind wir Indianer. Bitte, Mami, gib mir Streichhölzer. Da gibt es doch so ein Sprichwort. Na, wie war denn das noch? Messer, Gabel, Schere, Licht. Na, wie geht's weiter? Taugt für kleine Kinder nicht. Siehst du? Und Streichhölzer zählen auch zum Licht. Och, Mami, als Indianer brauchen wir doch ein Lagerfeuer. Also gut, großer Häuptling. Aber eine Bedingung. Monika wird euch das Feuer anzünden und so lange bei euch bleiben, bis das Feuer abgebrannt ist. Monika? Ja, gnädige Frau. Die Jungen spielen Indianer und wollen ein Lagerfeuer anzünden. Könnten Sie mit den Kindern spielen und sie, solange das Feuer brennt, beaufsichtigen? Gerne, gnädige Frau. Du riechst ja wie ein ganzer Frisiersalon. Ja. Also, dann bist du richtig unsere Gefangene. Die weiße Squaw ist in die Hände der Irokesen gefallen. Von mir aus. Komm, großer Häuptling, reiten wir zum Wigwam der tapferen Irokesen. Herein. Herr Konsul Termöhlen, Herr Kommissar. Ich lasse bitten. Bitte. Brahm? Termöhlen. Danke. Was führt Sie zu mir, Herr Konsul? Tja, wie soll ich anfangen? Also, ich mache mir Sorgen. Du, großer Häuptling! Au, nicht so fest! Hör auf! Au! Nicht so fest! Jede Feder sieht, dass der große Häuptling die Squaw nicht richtig fesselt. Au! Seid ihr denn verrückt? Nicht so fest! Mensch, ich bin doch der Häuptling! Bindet mich sofort los! Die gelbe Feder hat dem großen Häuptling bloß geholfen. Peter! Günther, hör dir denn nicht! Die weiße Squaw kann die Krieger der Irokesen nicht erschüttern. Uff, uff! Ja, ich danke dir, Herr Kommissar. Aber keine Ursache, Herr Konsul. Sehe ich Sie noch? Ja, wenn Sie in 2 Stunden wieder zu Hause sind, können Sie mich vielleicht noch erwischen. Moment bitte. Brahm, wie bitte? Ja, der ist hier. Moment. Ja, Termöhlen. Herr Konsul wird informiert, dass seine beiden Kinder im Krankenhaus liegen. Sie fielen einem Sprengstoffattentat zum Opfer. Ist das die geheimnisvolle Flüsterstimme am Telefon? Lassen Sie alle Metallteile einsammeln und dann das ganze Zeugs ins Labor. Ich fahre jetzt mit Peter ins Krankenhaus. Gut, Chef. Ich habe mir einige von den Metallsplittern angesehen. Ganz dünnes Blech. Ja, das soll das Labor herausfinden, was das für ein Sprengkörper war. So. Ach so, ja, Liebig ist drin bei der Abhöranlage. Die Post ist auch auf Achtung. Wenn der Kerl anrufen sollte, ihn möglichst lange hinhalten. Keine Sorge, Chef, ich weiß Bescheid. Also gut, komm, Peter. Ich gehe mal rein. Wenn Sie mit der Asche fertig sind, sehen Sie sich mal die Umgebung an, ja? Ja, ist gut, mache ich. Funktioniert's?
Funktioniert's? Bestens. Also, wenn jetzt noch die Post spurt und Sie, mein Freund, richtig schalten, dann schnappen wir den Burschen. Hoffentlich. Na Jungs, wie fühlt ihr euch? Danke, Herr Professor. Ich habe euch Besuch mitgebracht, Kommissar Brahm und seinen Sohn Peter. Guten Tag. Der Kommissar hat ein paar Fragen an euch. Ich sehe dann später noch mal rein. Vielen Dank, Herr Professor. Nun erzählt mir doch mal, was passiert ist. Ein Mann hat uns etwas über den Zaun geworfen, genau in das Lagerfeuer. Hast du den Mann gesehen? Ja, Herr Kommissar. Nur Mut, ran an den Feind. Hier bei Konsul Herr Möhlen? Nein, bedauere, Frau Direktor. Die gnädige Frau ist nicht im Hause. Jawohl, ich werde es ausrichten, Frau Direktor. Auf Wiederhören. Frau Direktor Kaminski. Also wieder Fehlanzeige. Lieber Konsul Herr Möhlen? Ich möchte Konsul Herr Möhlen sprechen. Ich kann Sie schlecht verstehen. Wen möchten Sie sprechen? Konsul Herr Möhlen, bitte. Nein, der Herr Konsul ist leider nicht im Hause. Kann ich etwas ausrichten? Ist Frau Herr Möhlen im Hause? Ja, die gnädige Frau ist im Haus. Soll ich sie holen? Ja. Moment bitte. Wir haben festgestellt, der Anruf kam aus der Fernsprechzelle in der Lagerhausstraße. Ja, danke. So lange wie möglich hinhalten. Hören Sie? Ja. Die gnädige Frau kommt sofort. Ich warte. Währenddessen haben sie die Telefonzelle umkreist. Halt, stehen bleiben! Sie links, ich rechts rum. Wenn er Zicken macht, brennen Sie ihm einen auf den Pelz. Aber so, dass ich noch ein paar Takte mit ihm reden kann. Los. Hallo, Sie unbekannte Größe. Kommen Sie raus, hat doch keinen Sinn. Na dann nicht, liebe Tante. Dann hole ich dich. Raus, komm. Die Jungs würden den Mann bestimmt wiedererkennen, der den Sprengkörper ins Lagerfeuer geworfen hat. Dann werden wir Ihnen meinen Fang von gestern Abend gegenüberstellen. Hm? Ich weiß nicht, Paps, die Aussage der Jungs gefällt mir nicht. Irgendwas stört mich dran. Ja, mir geht's genauso. Dieser Günther, der ließ den Peter doch überhaupt nicht zu Worte kommen. Und wenn er mal was sagte, dann plappert er ja das nach, was der Günther ihm vorgesagt hat. Ja, sind eben Kinder, Chef, nicht? Anscheinend war Günther immer der Wortführer. Na, mag sein. Es ist 9 Uhr, wo bleiben die denn? Sie? Pünktlich wie die Maurer, ne? Und rein, meine Herren. Nehmen Sie unserem Freund die Armbänder ab. Geben Sie bitte erstmal Ihre Personalien an. Namen? Martin. Vorname? Rolf. Geboren? 10. September 1935. Wo? In Düsseldorf. Wohnhaft? Libellenstraße 15. Vorgeführt erscheint Martin Rolf, geboren 10. September 1935 in Düsseldorf. Wohnhaft hier Libellenstraße 15. Zur Wahrheit ermahnt, sagt er Folgendes aus. Nehmen Sie Platz. Wo waren Sie gestern zwischen 11 und 12? Im Büro. Wo arbeiten Sie? Bei Wandrei und Co. Von wann bis wann haben Sie gestern gearbeitet? Von 8 bis 17 Uhr. Sie haben den ganzen Tag das Büro nicht verlassen? Nein. Sind Sie sicher? Ja, denn in der Zeit von 11 bis 12 Uhr war eine Besprechung beim Chef. Und Ihre Kollegen und Ihr Chef könnten das bestätigen? Selbstverständlich. Gut. Was sollten die Anrufe bei Tempel? Ich wollte ihn ärgern. Ach, und erpressen? Nein, von Geld war nicht die Rede. Was wollten Sie denn haben? Nichts. Was hat der Möhlin denn getan? Ist ein aufgeblasener, selbstherrlicher Kerl. Ein Eisklotz, ohne jeden Funken Menschlichkeit. Woher kennen Sie ihn? Ich habe bei ihm gearbeitet. So. Er hat Sie gefeuert. Und jetzt wollen Sie sich rächen. Ja. Und das ist auch der Grund, den kleinen Termöhlen umbringen zu wollen? Wie bitte? Gestern Vormittag ist auf Peter Termöhl ein Sprengstoffattentat verübt worden. Das habe ich nicht getan. Wer denn? Los, Mann, den Namen. Wer war der Komplize? Wer hat die Bombe geworfen? Ich beschwöre Sie, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe auch mit niemandem über die Telefongespräche gesprochen. Glauben Sie mir doch. Sie haben Termöhlen gegenüber eine Drohung ausgestoßen, die seinen Sohn betraf. Und am nächsten Vormittag geschah der Anschlag. Ist das nicht merkwürdig? Aber ich war es doch nicht. Komm. Ja? Danke sehr, wieder. Herr Martin soll im Vorzimmer warten, wir unterbrechen die Vernehmung. Los, gehen Sie. Kommen Sie. Ah, was Neues, Chef? Das Labor hat den Sprengkörper identifiziert. Ach, und was war's?
Eine leere Haarspraydose. Oh, ich war verrückt. Eine Haarspraydose. Tja. Ja, ich fahre noch mal ins Krankenhaus und knöpfe mir die Jungs noch mal vor. Machen Sie dann die Vernehmung weiter, Lenz, ja? Wollen Sie im Widerstand anhängen? Oh, warum? Bis auf den kleinen Wettlauf war er ja ganz friedlich. Naja, wie Sie wollen. Gut, legen Sie mir dann das Protokoll vor und melden Sie mich dann im Alten an, ja? Na, wieder. Ich habe den Professor gebeten, den Günther in den Garten bringen zu lassen, weil ich mal mit dir allein sprechen wollte. Warum? Weil ihr mir einen Bären aufgebunden habt. Bitte? Ja, ja, ihr kleinen Halunken, ihr habt mir die Hucke voll gelogen. Nein, wir haben nicht geschwindelt. Günther. Na, also den Günther, den lassen wir jetzt mal aus dem Spiel. Also, Peter, jetzt erzähl mir mal genau, was geschehen ist. Ein Mann hat was über den Zaun geworfen. Ja, die Geschichte kenne ich ja schon. Nein, 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 ich möchte jetzt die Wahrheit wissen. Also, großer Häuptling, sprich. Günther hat die Büchse ins Feuer geworfen. Aha, und wo hattet ihr die Büchse denn her? Wir haben Friseur gespielt mit so einem Haarzeugs. Aha, hattest du die Büchse von deiner Mami? Nein, Günther hat die Büchse mitgebracht. Er hat eine ganze Menge. Woher hat er die denn? Bei Günther im Haus wohnt ein Friseur, der wirft die Dosen immer weg und Günther sammelt sie dann auf. Hat euch denn niemand gesagt, wie gefährlich das ist? Nein. Aber du kannst doch schon lesen, hm? Ja. Und hast du nie gelesen, was auf so einer Büchse da drauf steht? Nein, sie war ja auch leer. Nur so ein bisschen war noch drin. Aha. Also pass mal auf, großer Häuptling. Wenn du mir versprichst, dass du nie wieder mit solchen Büchsen spielst und aufpasst, dass andere Kinder das auch nicht tun, dann bleibt die Sache unter uns beiden. Wirklich? Großes Ehrenwort. Allerdings müssen wir Papi und Mami die Wahrheit sagen. Und das wirst du übernehmen. Einverstanden? Ja, aber Günther. Günther? Auch mit dem will ich ein ernstes Wort reden. Er ist ja älter als du, also dürfte er vernünftiger sein. Wir haben doch bloß aus Angst geschwindelt. Wir sind doch Blutsbrüder. Ach, so ist das. Ihr seid Blutsbrüder. Oh ja, da muss ich dir aber mal was sagen, Blutsbruder. Blutsbrüder sollen sich zwar beistehen, aber wenn sie was ausgefressen haben, du, dann müssen sie auch dafür einstehen. Ne? Mhm. So, jetzt muss ich aber gehen. Also, Peter, mach's gut und werd schnell wieder gesund. Hm? Kommst du bald wieder, Onkel Bram? Ja, wenn du willst. Ich könnte so einen Freund wie dich gut gebrauchen und Günther auch. Du bist nämlich prima. Wir ernennen dich zum Ehrenhäuptling. Na du, das wäre ja fabelhaft. Also ich werde mal sehen, was ich machen lässt, nicht? Also Peter, Wiedersehen. Ich wusste gar nicht, dass eine Haarspraydose so gefährlich sein kann. Naja, gefährlich sind diese Dinger nicht. Man darf sie nur nicht erhitzen. Aber das gilt ja für jeden geschlossenen Behälter. Übrigens, wäre das nicht für dich ein interessantes Studienobjekt? Ja, keine schlechte Idee. Du sag mal, gibt es eigentlich viele solche Unfälle? Oh ja, relativ schon. Solange Menschen leichtsinnig und fahrlässig handeln, wird es immer wieder solche Unfälle geben. Aber wechseln wir lieber das Thema, das ist unerfreulich. Wie wär's denn mit einer Partie Schach? Hm? Ja, von mir aus? Hm? Allerdings fürchte ich, handelst du jetzt leichtsinnig. Wieso? Eine Unachtsamkeit, ein fahrlässiger Zug und das erwischt dich. Oh, das Bleichgesicht hat eine gewaltige Zunge. Sein roter Bruder wird ihn prüfen. Und ich habe gesprochen.